Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Wie angedroht, geht es weiter mit diesem wunderbaren Discord-Mitschnitt zwischen unserem Reini und dem Ehremann RBS, dem Regenbogenschaf. Ja, ich habe ein paar Kommentare bekommen, in denen stand: Ey, Ani, das ist super alt, warum machst du das denn? Dann habe ich aber auch ein paar Kommentare bekommen: Ey, ich war in der Zeit von RBS noch gar nicht dabei. Ich finde das total super. Ja, und dann natürlich auch super geil, wieder 2 Stunden altes Met. Altes Met ist nun mal auch lecker. Ja. Also die nicht wissen, warum ich das mache, lest die anderen Kommentare, da sind welche dabei. Die sind halt noch nicht so lange im Game wie ihr, wie wir. Ja, und denen muss man das auch etwas näher bringen. Finde ich. Und mir macht das auch super viel Spaß, bin ich ganz ehrlich, mir das nochmal anzuhören. Meinen Senf dazu zu geben, das mit euch zusammen zu machen, das ist einfach nochmal was anderes, als wenn man das hört und nebenbei zockt oder so. Macht mir einfach Spaß, da nochmal aufmerksam zuzuhören und meinen dummen Mist dazu zu sammeln. Ja, und ja, ein, zwei Leute haben gesagt, mach mal nicht so lange, so 40, 50 Minuten reicht auch. Leute, macht doch nach 40, 50 Minuten aus und hört es am nächsten Tag weiter. Ist alles fein. Ich kann ja so eine 40 Minuten, 50 Minuten Warnung geben. So, Leute, jetzt ausmachen hier für euch. Nee. Ich hoffe, euch gefällt das. Es kommt ganz gut an anscheinend. Also geht's damit weiter. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ihr sonst noch Bock habt, wenn ihr solche Sachen mögt. Und da waren halt super viele Ideen dabei. Vom Berndian-Interview und so weiter. Sind geile Ideen. Können wir machen. Kein Thema nicht. Kriegen wir hin. Sonst, Leute, was ist passiert? Ja, Rainer hat seine Milchschnitte-Challenge gemacht. Das war's. Ne, dafür zahlt man ja gerne mal einen Fünfer oder einen Zehner oder einen Zwanni im Monat. Ja. Und er hat nur, ich glaube, 6 Stück geschafft. Wir haben schon Grill- und Frühstück-Streams von ihm gesehen. Wo er sich also 5 bis 6 Laugenbrezel, 5 bis 6 Eier und so weiter reingedrückt hat. Ja. Ne? Ich glaube, wir wissen alle, was wir davon zu halten haben, wenn er sagt, nach 6 Milchschnitten, ich kann nicht mehr. Man soll denken, ach, der isst ja gar nicht so viel. Leider vergisst er dabei, dass man sieht, dass er knapp eine Vierteltonne hat und ja, man ihm das wahrscheinlich nicht abnimmt. Ich zumindest nicht. Ich wiege keine 100 Kilo und könnte locker flockig 6 Milchschnitten essen. Und ich habe auch in vielen Kommentaren gelesen, Alter. 10 Milchschnitten drücke ich mir locker weg. Ist so. Ne? Kann man. Und gerade wenn man eine Challenge macht, dann zwingt man sich, dann drückt man das rein, dafür ist eine Challenge da. Ne? Es soll ja nicht angenehm sein am Ende. In der Challenge geht es ja darum, dass man was herausfordert, dass man sich selbst challenged halt. Ne? Was geht rein? Und dann will mir Rainer erzählen, dass bei ihm 6 Milchschnitten reingehen. Junge, ist halt gelogen. Dann hat er erzählt, Kevin Wolter hätte 42 gegessen, habe ich im Discord, ne? Von Zurek eine Nachricht bekommen. Da war so ein kleiner Ausschnitt drinne. Der Kevin hat 24 geschafft, nicht 42. Es ist wieder Rainer und Zahlen, wie er schon gesagt hat. Viel Liebe und viele Grüße gehen raus. Sorry, danke dir. Ja, sonst ist nichts passiert. Wir wissen, Rainer hat versucht, Leute auf sein Dorf zu hetzen. Ja, man scheint das Fest abgesagt, so wie ich das gehört habe. Das ist jetzt nur Halbwissen. Ich habe das irgendwo gehört, dass die das Fest abgesagt haben oder verschoben haben. Pinea war schon darauf vorbereitet. Ey, wie lustig hätte ich es gefunden. Stellt euch mal vor, Rainer will da hingehen. Und Herr Müller hält ihn auf. Nee, hier nicht. Anwohner frei. Und dann steht Rainer da. Was? Anwohner? Aber ich habe hier doch mal gewohnt. Ja, hab mal zählt nicht. Ja, das ist Mobbing hier und ich will hier rein und. Das Etzala hier, ne? Wir wissen alle, was da kommen würde. Junge. Und dass er sein Internetverhalten nicht ändert, müsste die Staatsanwaltschaft mittlerweile auch eingesehen haben. Ich weiß nicht, welche Bewährungsauflagen er noch alle bekommen hat. Ob er nur diesen Medienberater nehmen musste oder ob sich auch etwas ändern musste. Ob man etwas bemerken musste. Denn nach diesem Video, das er da gemacht hat, finde ich, dass die Bewährung aufgehoben werden sollte. Ganz klare Sache. Für mich. Meine Meinung. Rainer sagt ja immer, es muss sich jetzt was ändern, es muss sich jetzt was tun. Und das finde ich auch. Ja, er sollte ins Camp Knacki fahren, finde ich. Ja, damit wären allen geholfen, glaube ich auch Raini.
Glaube ich. Gut, dann haben wir genug rumgeplänkelt. Wir schauen jetzt weiter. Wir schauen wieder bei Geschichten vom Altauerberg. Ehrenkanal. Liebe geht raus. Und wir schauen uns Teil 3 an. Teil 3 und Teil 4. Machen wir da zwei gleichzeitig. Gleichzeitig, hintereinander. Gleichzeitig wäre lustig. Kriege ich auch hin. Lel. Challenge. Okay, Leute. Let's go. Lass die Ü-Kamera checken. Also ist ruhig. Hast du da nachts was? Ja, ab und an. Hä? Ob also, da was sieht? Hast du da? Ja, genau. Achso, ich habe jetzt verstanden, oder? Ob da was ist. Ja, natürlich. Okay, krass. Die funktioniert in den Hof zwar nur auf eine bestimmte Reichweite und das Bild ist im Prinzip fast grau, weil es halt so weit weg ist, das Zeug. Aber sobald sich jemand nähert, sieht man das, weil sich was bewegt. Und sobald, okay. sobald sich irgendwas bewegt und wenn es nur eine Katze ist, wird es auch aufgenommen tatsächlich. Und von daher. Ja, und wenn sich da was bewegt und wenn es nur eine Katze ist, könnte bei Rainer auch passieren, dass er rausgeht und ihr gewürztes Fleisch gibt. Lell. Hier ist auch wieder so ein Ding, Fliesen, was mir bei Rainer oft auffällt. Ne? Also, wenn da Leute stehen und die sagen, ja, man kann sowieso nichts erkennen auf deiner Kamera. Nein, meine Kamera ist hochauflösend in 5D und 5D 8-fach XXL und hier Ding, Fliesen und ne? Man kann die Flöhe bei den Hatern sehen. Wenn man aber oder wenn er aber eine Nachricht bekommt hier von den Behörden und sagt, Herr Winkler, die Straße wird aber nicht gefilmt, dann heißt es, ja, man kann doch sowieso nichts erkennen und dafür ist die Kamera gar nicht ausgelegt. Ja, also er ändert sich da jedes Mal. Im nächsten sagt er dann schon wieder, ja, ist eine super Kamera, ich habe mir Nummernschilder aufgeschrieben, weil die auf der Kamera sind. Zwei Tage später, ja, man kann ja überhaupt nichts erkennen. Ich weiß ja nicht mal, was für ein Auto das war. Und, ey, es ist lächerlich. Das bekommt der gar nicht mit, ne? Eigentlich, also verrückte Idee, du könntest ja eigentlich das Material, also eigentlich könntest du ja noch eine Überwachungskamera nach innen packen, die filmt, und am Ende vom Tag schneidest du einfach aus dem Material was zusammen und hast dein Video. Ja, also eine Kamera innen drinne aufstellen, die Rainer den ganzen Tag filmt und er schneidet am Ende was zusammen und hat dann sein Video. Das Video würde die ganze Zeit zeigen, wie Rainer auf dem Sofa sitzt. Oder saß damals. Auf der Zaren-Couch. Ja, und am Ende zusammenschneiden. Schneide ist halt auch ein Hater, ne? Das wäre Arbeit. Ja, und wir wissen, welche Sachen Rainer drin lassen würde in diesem Video, was er auf dem Sofa gemacht hat. Und das gehört als eher auf die Y-Wassertiere-Seite und nicht auf YouTube. So quasi, er schneidet sozusagen. Das ist eigentlich voll genial, doch, die Idee. Der Nachteil? Ach, jetzt verstehe ich, was da los war. Sorry, aber das macht mich mad. RBS erzählt ihm irgendwas und Rainer spielt sein Spiel. Und dann nicht irgendwie nebenbei. Ich meine, ey, ich habe das auch schon mal gemacht. Ne? Als ein Kumpel mir da einen erzählt hat, wie es auf dem Konzert war und so weiter, hat mich echt nicht interessiert. Nämlich ganz ehrlich, habe ich nebenbei die Siedler gezockt und hab mal, Weißt du, aber ich sag doch nicht, oh, ich habe Gold gefunden, oh, ich habe Kohle gefunden. Oder so. Nee, das wäre dann wieder frech. Ich habe wenigstens vorgeheuchelt zuzuhören, ja. Auch wenn es mich nicht gejuckt hat. Ja, das macht mich mad. Da muss ich hier, ich sage ja zu deutschem Wasser. Natürlich eine Dose stilles Leitungswasser hier. Let's go. Das war von neulich noch die Einstellung. Das haben sie jetzt überarbeitet. Ich verstehe. Genial. Spiele ich die ganze Zeit noch an der Webseite rum. Entschuldigung. Ja, macht Rainer schon seit über einer Stunde, dass er noch irgendwas anderes macht. Und jetzt sagt er Entschuldigung. Mach dann weiter. Ich würde aber demnächst jetzt mal gucken, was wir jetzt da drauf machen oder nicht. Aber die wird jetzt demnächst auch mal, wollen wir jetzt demnächst auch mal fertig machen. Ah ja, jetzt ist es draußen. Ja, schön. Mal meinen Kumpel fragen, ob der da rumgebastelt hat.
Ach, der pennt, der Sack. Ja, aber auch, schon zwei. Ist ja auch gar keine Rechtfertigung. Die muss halt schon im Bett zu liegen. Ja, und Spaß. Bei Rainer als Mod wärst du jetzt wahrscheinlich entlassen, wenn du um zwei nachts im Bett liegst. Der ist ja eine Frechheit, dass du deinen Job nicht machst. Ach ja. Auch schon, glaube ich, fast zwei Stunden jetzt hier, ne? Ja, also nee, eine Stunde. Als ich ins TS gegangen bin, noch kurz, ohne Spaß, meine Frau hat mich noch angeguckt, so richtig in den Augen gerollt, weil ich ins Drachen-TS gegangen bin, so. Kenn ich woher. Ja. Das kenne ich. Auch wieder, ne? Er kann nicht stehen lassen, dass RBS jetzt verheiratet ist und Rainer halt mit über 30 Jahren noch, ihr wisst schon, unge. Das kann er nicht so stehen lassen. Das kenne ich. Ja, meine Frau ist auch so. Och ja. Es ist wirklich zum Fremdschämen. Ich finde es immer lustig, dass das mit dem AFK eine Stunde Bannen wirklich was bringt. Mittlerweile fangen sie von alleine an, in den AFK zu gehen. Naja. Na, dass sich was geändert hat, das merkt man, glaube ich, mittlerweile aber auch in der Community an sich. So, was den Hate angeht, oder wie? Was die allgemeine Situation angeht, ja. Ja. Das läuft ja alles ein bisschen anders zurzeit. Boah, also keine Ahnung. Echt? Ich find's irgendwie... Also ich habe das Gefühl, dass deine Streams... Also früher waren deine Streams klar, da hast du deine Trolle gehabt und Hater und man hat versucht, dich sozusagen den... Ja, keine Ahnung, wütend zu machen. Und jetzt wird da nur reingespammt und irgendwie Beleidigungen so ausgepackt. Keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, irgendwie, es werden immer mehr, habe ich das Gefühl, den Eindruck. Täuscht das? Mehr nicht. Es werden mehr Spammer, ja. Aber ich glaube nicht, dass es an und für sich mehr Personen werden. Auch so ein Ding. Einfach grundlos widersprechen. Es wird mehr mit dem Gespamme, ne? Also mehr nett. Mehr Spammer, ja. So, erstmal mehr nicht. So, einfach grundlos widersprechen. Aber so ist halt Rainers Art. Dieses Besserwissen, Klugscheißen in einer Situation, in der das überhaupt nichts zu suchen hat. Weiß ich nicht, ey. Das triggert mich, bin ich ganz ehrlich. Einfach so aus Prinzip erstmal zu sagen, nee, das ist aber falsch. So einfach aus Prinzip rauszuhauen. Da ist egal, was da passiert ist. Ist egal, was gesagt wurde. Nee. Und das ist, wie gesagt, das ist bei Rainer auch egal, was gesagt wurde. Wenn man sagt, Rainer, siehst heute aber gut aus. Nee, gar nicht. Ich habe heute gar nichts gemacht. So, ey, Rainer, hast du den Bart stehen lassen? Nee, habe ich nicht. Ich habe mich nur nicht rasiert. Nee, das, ach. Ihr wisst, was ich meine, ne? Nee. Ekelhaft. Wenn du weißt, was ich meine. Also ich gehe nicht davon aus, dass es mehrere Individuen sind, sondern ich gehe davon aus, dass es einige Leute sind, die das halt mit mehreren Accounts machen quasi. Ja, aber du wirst ja auch immer größer und größer. Und ja, natürlich, die Reichweite an sich ändert sich ja, ja. Von der Größenordnung her. Ich meine, ich habe jetzt vor, wann war es, einer Woche, knapp einer Woche, ich weiß es jetzt gar nicht, habe ich jetzt etwa 60.000 Abos gemacht. Schau Oha. Drauf. Schau drauf, 60.055 Abos. Alles klar. 60.000 Abos in einer Woche ist nicht möglich, meiner Meinung nach, wenn man da nicht finanziell in andere Länder, um da Accounts anzulegen, nachhilft. 60.000 in einer Woche, das ist einfach utopisch. Das geht nicht, glaubt's mir. Wenn jetzt, was ich, Leute wie Flovario einen neuen Kanal machen und sagt, dann hör mal, geht mal rüber auf den Kanal und mit 1 Million Abonnenten oder so und bitte abonniert da mal alle. Okay. Aber nicht bei Reini. Auf keinen Fall 60.000 Abonnenten pro Woche. Da wird finanziell nachgeholfen worden sein. Und da ist auch schon so ein Ding, dass da jemand den Button für bekommt, dass sowas nicht kontrolliert wird. Finde ich schade. Finde ich sehr schade. Dass das einfach so durchgewunken wird. Ja, ja, kein großer Akt nicht. Also, dass es mehr werden, ist ja logisch. Ja, klar. Aber je größer du wirst, sozusagen. Je was ich werde? Je größer du wirst. Ich habe je böser verstanden. Ich dachte mir, hä? Nein.
Nein, ich finde sogar, du wirst netter, du gewöhnst dich so ein bisschen dran und. Naja, wie gesagt, gewöhnen ist die eine Sache. Also dran gewöhnt habe ich mich jetzt schon vor ein paar Jahren. Aber ich gehe halt lockerer mit der ganzen Situation um, weil ich halt einfach. Ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, sehr lustiger Mensch. Ich konnte schon immer sehr viel lachen, auch sehr viel über mich selber. Rainer ist ein sehr lebensfroher Mensch. Das sagt der sagte, dass sein Leben die Hölle ist. Beziehungsweise, dass Hölle für ihn Urlaub wäre, weil sein Leben so schlecht ist. Rainer ist ein sehr Junge, da bin ich mit. Ein sehr lebensfroher Mensch. Das ist der Mensch, der nur lacht, wenn er mal wieder irgendeinen Hater gebannt hat oder so. Oder wenn er glaubt, er hat irgendwas gerissen. Nur dann kann er lachen. Ansonsten hast du neutrale Stimmung und vielleicht sogar kleiner Mundreiner. Kleiner Mundreiner, bester Reiner. Nein, ein lebensfroher Mensch. Und über sich selber lachen. Ja, das ist, das sagt jemand, der das Gespräch angefangen hat, mit der andere sagt, hey Digga, warum beleidigst du mich sofort? Er lacht über sich selber, sehr viel, ne? Ist klar. Kannst du dir halt nicht ausdenken. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Jemand, der sagt, dass sein Leben das Schlimmste ist, nur Mobbing in der Schule, in der Arbeit, mit jedem, der das zu tun hat, hier auf YouTube, auf YouNow, auf Twitch, ne, auf überall. Der ist ein lebensfroher Mensch. Nein. Überhaupt nicht. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass es bei Rainer weder in der Schule noch auf der Arbeit noch sonst irgendwo war das Mobbing. Nein, glaube ich nicht. Das ist meine Meinung. Denn man sieht, dass egal mit wem Rainer Kontakt hat, ob es jetzt Schule, Arbeit war, ob es verschiedene Firmen sind, ob es Bekannte sind, alle sind am Ende für Rainer Verräter und Hater. Und so wird er sich das sein ganzes Leben lang schon zurechtgesponnen haben. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe von Anfang an YouTube irgendwie ein bisschen zu ernst genommen. Und das war halt mein Fehler. Ja. Als Kind, wahrscheinlich, ja. Ich hab's in so vielen Videos schon gesagt, glaube ich. Als Kind habe ich immer die Schnauze gehalten. Mich als Kind zum Sprechen zu bringen, war eine Kunst für sich. Glaubt man gar nicht. Der sagte, dass er als Kind, als ein Mädchen ein Referat gehalten hat, er in das Referat reingerufen hat, weil er irgendwas wusste. Ihn zum Sprechen zu bringen, war eine Kunst für sich. Puh. Rainer muss immer reden. Rainer ist nicht in der Lage, einen Dialog zu führen. Rainer führt nur Monologe und alle anderen sollen zuhören und ihm Recht geben. Wenn alle anderen zuhören und ihm Recht geben, ist das für Rainer ein gelungener Dialog. Ja, ihn zum Sprechen zu bringen, ist eine Kunst. Kannst du dir nicht ausdenken? Nee, allerdings nicht. Mittlerweile kriege ich die Fresse nicht mehr zu. Ja. Ja, gut, aber. Ja, Entschuldigung. Ja, kein Ding. Ja, 2018, jetzt hast du ja neu angefangen, also. Ich versuch's zumindest. Ja. Wolltest du ja dann eh einiges besser machen. Oder beziehungsweise keine Fehler mehr, so wie damals. Aber irgendwie auch scheiße, oder? Wenn du früher warst du halt kleiner und so groß und da konntest du noch auf Festivals gehen und jetzt fällt es halt immer schwerer, ne? Also wahrscheinlich. Ja, kannst du noch auf ein Festival gehen, oder? Willst du überhaupt noch auf ein Festival gehen? So, das kann. Ich gehe und ich gehe ja auf Festivals und alles, so ist es ja nicht. Ja, das letzte Mal war Summer Breeze, oder? Da haben wir uns ja auch gesehen. Sonst war keins mehr, oder? Rainer geht nicht auf Festivals. Rainer hat mal Wacken angeschrieben. Also Rainer war mal irgendwie auf zwei Festivals. Rock am Herzfeldsee und Ding. Summer Breeze. Ja, ist beides ein Schuss in den Ofen gewesen. Rainer ist jedes Mal vorzeitig zurück nach Hause gefahren. Ja, einmal hat eine Mulle einen anderen geknutscht. Das hat Rainer überhaupt nicht gefallen, ist er beleidigt nach Hause gefahren. In der Nacht noch. Ja, Rainer ist kein Festivaltyp. Auch
wir können uns das Video auch mal vornehmen, wo Rainer Fotos von seinem Festival zeigt, von seinem Festivalaufenthalt. Rainer war die ganze Zeit auf dem Zeltplatz, während die anderen Spaß hatten. War Rainer die ganze Zeit auf dem Zeltplatz alleine. Rainer ist kein Festivaltyp. Bin ich ganz ehrlich auch nicht. Ich war auf 2, 3 Festivals, war geil, klar, hat Spaß gemacht, so mit den Leuten oder so. Aber jetzt da stehen die ganze Zeit, so 2 Tage lang und Musik hören, muss ich nicht. Bin ich einfach nicht der Typ für. Aber Rainer will dieses Image von sich aufrechterhalten. Warum auch immer. Und das RBS, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Also es gibt so ein Video, da läuft Rainer da vorbei und RBS grüßt ihn halt. Ne? Ich weiß nicht, ob das da reingeschnitten wurde oder ob RBS ihn da wirklich auf dem Festival gesendet hat. Es wäre halt köstlich, ne? Es wäre wirklich köstlich. Und dass Rainer das nicht mitbekommen hat, dass er das nicht weiß. Es wäre schon sehr schön. Ah, Leute, ihr kennt euren Arni. Natürlich zeige ich euch das jetzt. Hier läuft Raini auf dem Summer Breeze rum. Das ist übrigens der Kanal Drache Erwache. Vlog Drachenlord auf Summer Breeze heißt das Video. Ich lasse es euch mal laufen. Und so in knapp 5 Sekunden hört mal in den Hintergrund. Komm, lass uns im Biergarten hocken. Es sind einfach mal tausende Leute. Es sind einfach mal tausend Leute da. Habt ihr das gehört? Metal-Drache. Ich mach's nochmal. Metal-Drache habt ihr auch schon gehört? Doch, das war's. Und das war Regenbogenscharf. Es wurde anscheinend nicht reingeschnitten. Metal-Drache. Ja. Der gute RWS. Naja, meine YouTube-Mächte. Wie ich das einfach hier reingeschnitten habe. Junge, Junge, Junge. Da hat man's gesehen. Also. RBS hat Rainer auf dem Festival begrüßt. Rainer möchte das aber nicht so ganz wahrhaben, ne? Rainer glaubt die Geschichte immer noch nicht, obwohl er das Video selbst hochgeladen hat. Sein eigener Vlog. Da hat er drauf, wie Regenbogen. Ist einfach schön. Doch, ich war noch auf ein paar Festivals. Ach so, okay. Mich wundert es bis heute, dass da nichts veröffentlicht wurde. Aber ganz so bekannt bin ich halt dann doch nicht. Hat er gesagt, pikant, weil damals war er halt noch uninteressanter, damals war er noch nicht so groß. Ja gut, andererseits, ganz ehrlich, man muss sich auch, da fragt man sich manchmal auch einfach, muss man sowas wirklich hochladen, muss sowas sein? Mache ich ja auch nochmal. Ja. So ist es ja nicht. Ja. Frag mich gerade. Was denn? Ach, ich bastel gerade nur ein bisschen was rum. Gerade eben hat er sich noch dafür entschuldigt, dass er nebenbei was anderes macht, ne? Mach dann weiter. Wir kleben an deinen Lippen. Erzähl uns was. Wohl eher an euren Kopfhörern. Ja gut, stimmt. Das meine ich. Wir kleben an deinen Lippen. Ihr meint wohl eher an euren Kopfhörern. Junge! Mann. Ja, nee, deinen Lippen, nee. Sorry. An euren Kopfhörern, in dem Sinne quasi in meinem Mikro. So intim werden wir zwei noch nicht. Das habe ich nicht gemeint. Du kannst an meinen Lippen nicht kleben, weil du nicht von Angesicht zu Angesicht bei mir bist. Deswegen an deinen Kopfhörern, weil ich durchs Mikro spreche mit dir. Das war ein Scherz. Ja, ich habe schon so verstanden. Ja, und es war auch unendlich lustig. Wirklich super witzig. Ich muss mir den Bauch halten vor Lachen, ehrlich. Sorge. Da habe ich jetzt 2. Oder wird das automatisch erstellt? Und heute noch irgendwas vor? Warum noch nicht im Bett? Ja, wie gesagt, also ich habe irgendwie mitbekommen, dass du ganz viele Leute gebannt oder gekickt hast aus dem Teamspeak und dann habe ich, also... Ja, Party auf Drachentest. Bin ich nochmal aufgestanden quasi und dann meine Frau schon so richtig mit den Augen gerollt. Bin hier rein und jetzt bin ich hier bei dir. Keine Ahnung, Party geht halt auch nicht mehr. So mit Kindern und so, dann ja, geht einfach nicht so gut. Bin auch ein bisschen zu alt dafür. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Wir werden alle älter. Ja, zum Glück. Ich meine, wäre scheiße, wenn wir nicht alt werden würden. Stimmt.
Bei Rainer ist es allerdings nur körperlich. Geistig ist das schwierig, ne? Sehr schwierig. Manchmal kann man ja nichts dafür. Was älter werden? Ja, nee, dass man nicht älter wird. Ich glaube, das meinte RBS jetzt auch. Man kann nichts dafür, dass man nicht älter wird. Ich glaube, er meinte jetzt geistig. Das hat Reinhard wieder nicht mitbekommen. Naja, das kann man ja so schlecht ändern, ne? Wie heißt das wieder, dieses blöde Wartungsprogramm? Wartungsprogramm? Mhm. Das Plugin für WordPress. Ach, keine Ahnung. Verstehe ich nur Bahnhof. Ah, ich hab's gleich. Jetzt nachgegoogelt, finde ich schon raus. Aber, also, ich war vor kurzem mal, also lach schon, früher war ja auch großes Thema immer, ne, bei dir. Und, ohne Spaß, weißt du, wie viele Seiten es da mittlerweile gibt? Meinst du jetzt neue, also einzelne Seiten, oder meinst du jetzt Seiten auf dem Forum von Lach schon? Wie viele Seiten auf Lach schon in diesem Drachenlord, Thread. Über dich. Oh, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich schaue da schon seit Jahren nicht mehr rein. Oder schon seit Jahren immer weniger. Kaum. Ja, der eine da, Schnappi, ist das so ein Moderator von denen, der hatte schon einmal Angst, dass du wirklich aufhörst und die Seite, also dann können die Seite dicht machen, hat er geschrieben. Und ja. Vielleicht soll ich es mir doch nochmal überlegen. Ja, nee, die leben ja echt von dir. Ich meine, so ja, das ist ja echt krass. Ja. Damals war Lach schon die Seite bei Rainer wirklich ein hartes Thema. Deswegen geht RBS natürlich auch wieder drauf ein und sagt natürlich genau das, was Raini hören will. Ne? Ja, die leben ja nur von dir. Das ist genau das, was Raini hören will. Und ich, das ist richtig Bauchpinselei. RBS kann das halt wirklich gut. Und Rainer bemerkt das einfach nicht. Wie RBS ihn irgendwo hinlenkt auf ein Thema und Rainer dann denkt, er hätte dieses Thema wieder aufgegriffen. Also, naja. Falls du es wissen möchtest, also es sind 5000 Seiten. Okay. 106.000 Beiträge. Überleg mal, auf einer Seite 106.000 Beiträge. Wie krass. Der Wahnsinn, oder? Krank, einfach nur krank. Stimmt, ja. Anders lässt sich das echt nicht sagen. Und vor allen Dingen früher, als es noch kleiner war, da waren die so kurz davor im Endeffekt, also keine Ahnung, du hättest die damals auch echt verklagen können. Also hättest du es wirklich ernsthaft versucht, wahrscheinlich dann weg gewesen. Weil früher war das ja noch viel schlimmer mit deinen Videos und so. Wie Rainer das immer gesagt hat, dass er die verklagen will, ne? Wisst ihr noch? Hier, ich habe mich reingehackt, mit GIMP reingespeichert, ne? Montag gibt es eine fette, dicke Anzeige. Klar, dass RWS das versucht, in die Richtung zu lenken. Ja, eigentlich könnte ich eigentlich immer noch. Ja. Ah, da ist es, das Programm. Kopieren. Du lädst ein Video hoch und 5 Sekunden später war es auf Lach schon. Zack. Das ist ja heute nicht anders. Rainer lädt ein Video hoch und 5 Sekunden später ist es bei Spiegellord oder Influencer, der kein Mensch mehr ist, zum Beispiel. Rainer denkt aber, dass die Leute vor dem Computer sitzen und die ganze Zeit F5 drücken und die Seite aktualisieren. Den ganzen Tag. Hat Rainer schon mal gesagt, ich lade morgens um 3 ein Video hoch und die sitzen da morgens um 3, drücken F5 und sehen, dass ich ein Video hochgeladen habe und laden das runter. Dass es einen Bot schon gab, der die ganze Zeit erzählt, was Rainer macht, das hat er gar nicht mitbekommen. Stimmt, ja. Ach, da ist es. Ach. Ach, das braucht, bis es lädt. Pff. Jetzt hat. Ah,
Details. Ist das richtig? Was machst du gerade? Habe ich doch gesagt. Also ja, also irgendwas mit WordPress, also deiner Homepage oder wie? Das Wartungsmodus. Ah, okay. Ich weiß, was jetzt das war. Da war aus einem Fehler von vorher, wo wir gemacht hatten, haben sie jetzt die Ding gemacht. Die haben das komplette. Na, wie heißt's? Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Also nur noch irgendwie ein Fliesen? Plugin implizieren und dann fertig, oder? Ja, ich mache jetzt einen Wartungsmodus halt rein, dass die Seite halt in Arbeit ist. Und dann muss ich meinem Kumpel noch Rechte geben, dann kann er das alles installieren. Nee, es ist so, die haben. Wie heißt's? Die haben. Ja, dann noch nicht einmal Scheiße gemacht mit der Webseite. Ja, also die Hater oder was? Ja, da wo du vorhin gemeint hast, den Hack. Das ist aber kein Hack gewesen. Okay. Das ist aber kein Hack gewesen. Das ist einfach jemand gewesen, dem ich halt Zugangsrechte gegeben habe und der hat damit halt Scheiße gebaut. Und ich habe dann. Warum machst du das? Warum gibst du Leuten solche Taten? Warum? Weil es mir in dem Moment nicht viel bedeutet hat und ich ja. Wie sogar RWS warum sagt und Rainer es nicht mitbekommt. Der keine Zugangsdaten von meinem Server hatte. Ach so. Der hatte ja nur bei WordPress quasi die Anmeldungsmöglichkeit. Und damit konnte er nicht wirklich viel anfangen, was sich im Nachhinein als Fehler herausgestellt hat, weil der ein bisschen geschickter damit war als ich. Aber er hat letztlich ja trotzdem keine Chance gehabt, weil ich halt einfach die Datenbank gelöscht habe, beziehungsweise die Datenbank überarbeitet habe. Und da habe ich einen Fehler bei der Datenbanklöschung gemacht und dann hat ein... Die Datenbank gelöscht, beziehungsweise überarbeitet habe. Löschen ist bei Ihnen überarbeiten. Oh Mann, ey. Oh Mann. Einfach mal. Genau, aktivieren. Dann hat einfach mal halt WordPress. Dann hat einfach mal ein Anbieter gemeint, dass er halt die Seite. Die komplette Datenbank löschen müssen. Und deswegen war da vorhin das WordPress, weil es noch installiert war, aber die Datenbank nicht. Und deswegen sah das ein bisschen merkwürdig aus. So. Ah, okay. Kann ich jetzt dich einstellen, bitte? Ach, okay, cool. Das ist das alte sogar, bitte. Hey, stimmt. Dieser eine Typ, da war doch mal so ein Also dieser Idiot hat ja auch mich angeschrieben von Funk. Da hat ja eine Doku auch über dich gemacht, ne? Ich glaube, du hast das dann sogar von denen löschen lassen, also glaube ich. Ja, logisch. Ja. Ich glaube, jetzt meint er den Leifels-Burschen. Ohne Spaß, der will jetzt nochmal eine machen oder hat jetzt nochmal eine vor, über dich zu machen oder hat schon gemacht. Also, was sagst du dazu oder wie stehst du da dazu? Hab ihn noch nicht mitgekriegt bislang. Hat er noch nicht mitbekommen. Leute, egal was um Rainer passiert, wenn es mit ihm zu tun hat, bekommt er es mit. Da bin ich mir sehr sicher. Dafür ist der Narzissmus, der kickt einfach zu hart. Das glaube ich. Ja. So, warte mal. Jetzt muss ich nur kurz ins Inkognito-Fenster, um zu sehen, ob das wirklich im Wartungsmodus ist. Jo, ist es. Ist es? Ja. Ah, ich will mich jetzt abmelden. Ah, sehr schön. Das Design kann ich jetzt noch kurz überarbeiten und dann passt das. Was für ein Design machst du drauf? Hm. Oh, mal gucken. Vermutlich eins, was vorinstalliert ist. Könnte auch ein eigenes machen. Geht es schnell, oder? Ist da was vorinstalliert? Gibt es normalerweise vorinstallierte Sachen? Rainer könnte eigene Designs machen. Wir wissen, wie Rainers Designs aussehen. Lell. Hochgeladene Hintergründe. Achso, da müsste ich was hochladen. Vordefinierte Hintergründe. Ah ja, perfekt. Wow, ist das geil. Ist das ein geiles Bild? Ist das ein geiles Bild? Wie heftig. Was ist das für eine Programmiersprache dann so? HTML, das ist überhaupt, das ist überhaupt keine Programmiersprache. Das ist ein Plugin. Okay. Ich habe im Prinzip ein Textfenster, da gebe ich das ein. Ja, da kannst du halt noch mit Code und so weiter zum Beispiel Fettschrift und so weiter machen, aber... Okay, und das war dann HTML und so Zeug, ne? So Fettschrift. Ja, kannst du machen, wie du magst. CSS geht da auch, glaube ich. Also bei WordPress müsste CSS. Ich habe nur Counter-Strike Source verstanden.
und mehr nicht. Rainer wahrscheinlich auch. Ja. Er kann das aber nicht zugeben. Ja, ich bin ganz ehrlich, also Designs und so weiter zu erstellen, bin ich auch ein kompletter Dulli drin. Seiten programmieren, überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Dann müsste ich den Fuddel fragen oder Utti oder Troll oder so. Ja, habe aber auch kein Problem damit, das zuzugeben. Ich müsste mich jetzt nicht aufspielen und sagen, oh, guck mal hier, was ich für Designs mache. Nee, Quatsch. Warum? Warum? Aufgesetzt werden. Da beides Ding. Ich kenne mich da auch nicht so genau aus. Ich habe das bloß mal so am Rande ja vor einer Zeit lang mal gemacht. Okay. Und habe hinterher festgestellt, durch ein paar Bekannte, dass das wohl längere Zeit, dass da wohl längere Zeit gar nichts passiert. Also das ist teilweise, da habe ich teilweise weniger Ahnung davon gehabt, als ich eigentlich dachte. Okay. War aber eigentlich klar. Nee, es sind halt einfach so ein paar kleine. Ich habe lange Zeit weniger Ahnung davon gehabt, als ich dachte. Okay. Dass Rainer wenig Ahnung hat, egal von was. Egal welches Thema Rainer anschneidet. Ob es Philosophie ist, ob es Mathematik ist, ob es Astrologie ist. Rainer hat von allem sehr, sehr, sehr wenig Ahnung. Und davon eine ganze Menge. Fähigkeiten. Das ist meine Meinung. Ja, ganz ehrlich, also das du weißt ja auch. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, ob es jetzt CSS oder. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ob das jetzt CSS oder irgendwas. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Als wenn es das erste Mal vorgekommen ist und als wenn es das letzte Mal sein wird. Was anderes war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war halt künstliche Programmiersprache. Das, was ich gedacht habe, dass eine Programmiersprache ist, ist keine gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es WordPress oder CSS war. Rainer hat wahrscheinlich Word genommen. Einfach Word. Hat eine neue Textdatei aufgemacht, hat was reingeschrieben und hat gesagt, das ist Programmiersprache. Hab lange Zeit gedacht, das wäre Programmiersprache, aber war gar keine. Und ich habe CSS oder sowas. Ich habe CSS halt immer nur verfeinert, um den Quellcode ein bisschen, also um die Codes ein bisschen zu ändern. Aber ich habe da mich nicht mit genug beschäftigt, damit ich da jetzt groß Plan davon habe. Tatsächlich, du kannst ja auch alles wissen. Also, keine Ahnung, wenn ich mir überlege. Also, ich meine, ja, was soll ich sagen? Also, ich habe ja studiert und so und ich weiß auch nicht alles. Und wie willst du alles wissen sollst? Niemand weiß alles. Das ist auch schön. Wie nebenbei er das droppt. Ich habe halt studiert und weiß nicht alles. Wie sollst du dann alles wissen als Sonderschüler? Das ist Rainer wieder nicht aufgefallen, ne? Er versteckt das herrlich. Er versteckt das wirklich so, dass Rainer es nicht mitbekommt. Und das mag ich halt echt sehr gerne. Und keine Ahnung. Also. Ja. Nee, also. Ich habe halt mir so ein paar grundlegende Sachen, also so ganz minimale Sachen angeeignet bei WordPress, wie ich zum Beispiel. WordPress, bei HTML. Wie ich zum Beispiel einen Code eingib, das halt etwas, was innerhalb dieses Codes steht, da muss man ja anfangen und end machen. Ja. Mit verschiedenen Codecs und so weiter. Sonderzeichen, alles mögliche Scheiße da, ja. Ja, und das ist im Prinzip halt nur so, dass ich das zum Beispiel die Überschrift kann ich fett machen, unterstrichen machen, wie ich möchte. Ich wette mit euch, wenn ihr Rainer heute ein C64 vor die Nase stellt, Rainer könnte nicht hier dieses Load, bla bla bla, hier 8,1 und so weiter und dann Run und so, das könnte Rainer nicht eingeben. Das können viele Leute nicht, weil sie halt mit dem Computer nicht groß geworden sind. Aber die Leute erzählen aber auch nicht, dass sie große Hacker wären. Ne? Du hast, wenn du dir eine Diskette anschauen wolltest, hast du irgendwie Load, List. Nee, Load, dann glaube ich, war es ein Dollarzeichen, also Gänsefüßchen, Dollarzeichen, Gänsefüßchen, 0,4 oder so oder 0,8. Dann hast du noch List eingegeben und so weiter, dann hast du die Liste, was auf der Diskette ist. Das hätte Rainer, das würde der im Leben nicht hinkriegen und erzählt hier was von Programmiersprache. Der würde ein C64-Spiel nicht zum Laufen kriegen, sage ich euch, wie es ist. Wie gesagt, können viele nicht, aber viele sind da auch zu jung für. Und es behauptet auch nicht jeder von sich, ein krasser Hacker zu sein. Ja. Und so weiter. Genau. Einstellungen. Was? Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Diese Webseite befindet sich aktuell im Wartungsmodus. Vielen Dank, bist du schon. Vielen Dank fürs Verständnis.
Kann ich eigentlich so lassen, den Text. Das ist ein Text, den Rainer selbst geschrieben hat. Vielen Dank für dein Verständnis. Und Rainer liest, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Text hat Rainer vorher selber geschrieben und liest ihn eine Sekunde danach falsch vor. Ja, mach doch noch Gruß, Rache und RBS. Und du kannst ja nachher wieder rauslöschen, oder geht es so schnell? Sollte theoretisch sein, wenn du aktualisierst, schon sein. Mit dem Hintergrund. Ah ja, stimmt. Geht schnell. Was? Das ist jetzt halt der vorgefertigte. Den fand ich jetzt ganz geil, so die Landschaft. Wahnsinn, cool. Sieht heftig aus. Da gibt es noch andere. Ich könnte jetzt auch theoretisch gesehen zum Beispiel meinen Banner nehmen und das als Hintergrund machen. Könnte ich auch machen. Müsste ich halt erst hochladen. Ist aber kein Akt nicht. Ja. Könnte auch ein Aktfoto von mir benutzen. Nee, danke. Nee. Wie RBS da noch lacht. Nee, danke. Wenn er doch damals schon gewusst hätte, was für Staffeln noch alles kommen. Mann, Mann, Mann. Damals hat man noch drüber gelacht. Obwohl Rainer damals schon Anspielungen darauf gemacht hat. Ne? Wenn ihr mal einen Ab-18er-Bereich wollt, sagt mir das. Und so weiter. Ne? Es gab damals schon viele Anspielungen darauf. Wurde aber nie wirklich ernst genommen. Niemand hat gedacht, Junge, der macht wirklich irgendwie sowas. Wir haben uns alle geirrt. Sowas habe ich ja gar nicht. Also, ja. Nacktfotos ja, Aktfotos nein. Okay. Warum eigentlich? Kackfotos hat eine Menge. Lell, Spaß. Was? Aktfotos? Die Aktfotos. Warum ich keine habe? Ja. Hat sich nie ergeben. Okay. Nee, weil das keinen Sinn macht. Warum sollte ich? Aktfotos machst du ja im Normalfall. Normalerweise macht man Aktfotos ja, außer man macht es so zum Spaß für sich selber mal. Macht man Aktfotos ja im Normalfall nur, wenn man irgendwie modeln will oder sowas und die für seine Karriere oder so braucht. Oder halt, wenn man die irgendwie auf andere Art und Weise braucht. Ich dachte, Aktfotos, Geschlechtsakt, also Sex sozusagen. Und was? Geht ja, also, nee, Aktfotos. Wie soll das gehen, wenn man es nicht hat? Kann sein, dass ich jetzt dann richtig informiert bin, aber Aktfotos sind im Normalfall ja Fotos, die, ich weiß nicht, zwangsläufig, glaube ich, müssen es nicht sein, bei denen man halt nackt oder halt recht wenig bekleidet ist, wo man halt aber nicht sieht, trotz der Nicht-Bekleidung. Also, Ja, Nackt-Selfies im Endeffekt auch so wie Sally, Aktfotos, alles das Gleiche. Muss halt mal nachgoogeln, wenn es dich interessiert. Ja. Wirst du aber wahrscheinlich dich eh besser mit auskennen als ich, auch wenn du es gerade nicht zugibst. Was ich? Vom Namen her, was es bedeutet, meine ich nicht. Ja, du kennst dich damit besser aus als ich, auch wenn du es nicht zugibst. Ja. Er unterstellt wieder irgendwas, haltlose Unterstellung, können wir abkreuzen. Bingo auf Karte 1510. Grüße gehen raus und rein, das Anwalt. Er unterstellt einfach irgendwas, du kennst dich auf solchen Sachen besser aus als ich. Fun Fact, hat dann später eigene Profile auf zig Seiten aufgemacht. Junge. Wie man es macht und so weiter, sondern was die Bedeutung dahinter ist. Das meinte ich. Nicht in Bedrängnis, wenn es hier eine Aufnahme geben solle davon und meine Frau die sieht, dann kriege ich Ärger. Also. Nee. Okay, aber Entschuldigung, Regenbogenschaftsfrau. Aber deine Freundin wollte auch keine Aktfotos mal von dir haben oder so. So, ich weiß nicht, als Geschenk oder so mal. Und Blödsinn. So ein Blödsinn. Ja. Rainer hat Videos, wie er sich den Wurm rubbelt, als Abschiedsvideos verschickt. Du willst nichts von mir? Dann bitte das hier. Und hat das dann an Frauen verschickt. Dafür gibt's Beweise. Ja. Hier sieht man auch, was für ein Charakter da in diesem Körper, nennen wir es Körper, steckt. Du willst nichts von mir? Hier hast du ein Video, wie ich mir, ne? Bah. Sieht mich doch so oft genug. Und außerdem, wieso, von mir willst du bestimmt keine Aktfotos, glaub mir. Außerdem in die Sauna. Du gehst ja oft in die Sauna, ne? Aktuell gar nicht. Ja. Lust und keine Zeit. Vor allem keine Zeit. Ja. Keine Zeit. Sagt der Arbeitslose. Ja? Der 24-7 in seiner Schanze auf dem Zarensofa sitzt und Ding macht und spielt. Hat keine Zeit.
Kannst du dir auch nicht ausdenken. Ich überlege gerade, ob ich den Text so lasse. Nee, mach doch noch einfach Gruß Rainer oder sowas unten drunter oder Gruß Drache. Ich hab überlegt, ob ich es ein bisschen umändere und schreibe, hier entsteht die neue Seite von Drachen offiziell oder so. Ja, klingt cool. Ja, entschuldige die Unannehmlichkeiten. Das klingt total alt. So. Ja, das ist der vorgefertigte Text. Der war drinnen. Ja. Natürlich war das ein vorgefertigter Text, denn Unannehmlichkeiten kann Reini nicht schreiben. Das glaube ich. 1800 oder so ein Scheiß. Wie sich gleich welche angemeldet haben. Ach nee. Echt? Nee, nicht angemeldet. Kommentare haben sie geschrieben. Es sah jetzt so aus, als wären sie angemeldet. Kann man da und Kommentare schreiben? Nicht mehr, jetzt, weil ja der Wartungsmodus drin ist. Das war vor dem Wartungsmodus. Stand drin, hat sich jemand Rainer Winkler genannt. E-Mail-Adresse mit dem 1488@live.. Bis der E-Mail-Adresse in meinem Browser gekommen ist, verstehe ich bis heute nicht. Hallo, ich bin Fett und Matt. Mit freundlichen Grüßen, Matthias Schweighöfer. Alles klar. Hallo, Matthias Gregor. Schweighöfer ist doch ein Schauspieler, oder? Keine Ahnung, kann schon sein. Hat irgendein Kasper, der da wieder Blödsinn machte. In den Papierkorb legen. Kommentare brauchen wir nicht. Mein WordPress, das kann man auch weglegen. So, weg mit dem Müll. Alles löschen. Ich hätte gerne. Achso. Und wieder ruflich löschen. Weg damit. So, warum wird mir jetzt angezeigt, dass die Seite nicht sicher ist? Weil du sie versucht hast mitzuprogrammieren, vielleicht? Mann. Da muss ich mal Kumpel drum kümmern. Ja, der Schweizer Taschengumpel. Besser aus damit und so. Ja, es ist sein Beruf, von daher. Ach so. Sollte er das schon können. Vermute ich. Denke ich. Hoffe ich. Ja, glaube ich. Also, wäre auf jeden Fall vorteilhaft, ja. Kennst du dich auch mit Kameras und so Zeug aus und schneiden und was ändern? Naja, das ist wiederum mein Beruf. Ja. Und das ist sein Beruf. Das von diesem Menschen, der sagt, wenn es ihm nicht gefällt, wenn ihm sein Beruf nicht gefällt, sagt er, ich weiß nicht, warum ich meine Freizeit hier mit euch verbringe. Wie kann das denn Freizeit sein, wenn es sein Beruf ist? Wenn aber jemand sagt, Reini, das ist deine Freizeit, dann heißt es, nee, das ist mein Beruf. Nur wenn ihm gerade was nicht gefällt, dann verbringt er seine Freizeit mit denen. Und hat das ja gar nicht nötig, seiner Meinung nach. Kannst du dir auch nicht ausdenken. Von daher. Ja. Ja, der ist ja. Wann war das? Vor vier Monaten oder was? War er mal da, weil er in Urlaub geflogen ist mit seiner Freundin irgendwie. Ja, hat er mich gefragt, ob er sich meine große Kamera ausleihen darf, weil ich sie derzeit ja eh nicht so benutzt habe. Die mit Fischei, ist das die? Mit diesem was? Ei, nein, die große. Das ist doch die Vlogkamera. Nee, die große. Eine 3D-Kamera, oh, okay. Weil er für sich und seine Freundin halt Videos machen wollte. Ja, Video ist für seine Freundin. Ja, wenn er in Urlaub ist, Urlaub-Videos hat. War schön, waren auf Teneriffa, war geil. Ah, okay, cool. Super ausgeschaut. Ja, damit so. Stellt euch mal Rainer auf Teneriffa vor. Stellt euch mal vor, ihr liegt am Strand und neben euch breitet jemand eine Riesendecke aus. Und Reini legt sich dahin. Mit seinen Füßen und seinen Beinen. Junge! Dieser Strand wäre nicht groß genug für uns beide. Würde das auch wieder geklärt sein? Hoffentlich passiert jetzt ein bisschen Blödsinn damit. Ihr seid oder wie? Schauen wir mal. Sollte nur als Verbindung ist unsicher gekennzeichnet sein, weil kein Zertifikat drauf ist. Aber ja, das ändert sich ja auch noch. Das ist ja jetzt aber sowieso der Erwartungsmodus halt. Das ist ja auch Sicherheitsgründe, weil ich muss ja auch ein Impressum und alles reinhauen und so ein Scheiß. Aber im Wartungsmodus muss ich das ja nicht, sonst kriege ich ja bloß Ärger, wenn ich keinen Wartungsmodus anhabe. Und wenn die WordPress-Seite dann fertig ist,
dann gibt es keine Probleme. Wobei ich noch nicht weiß, ob wir überhaupt auf WordPress bleiben. Ich habe WordPress ja nur installiert. Ich habe WordPress ja nur deswegen installiert, weil ich da wusste, dass ich den Wartungsmodus so machen kann. Ja. Anders wusste ich jetzt nicht, wie ich den Wartungsmodus mache. Das andere wäre jetzt halt mit HTML und CSS und naja, mit Programmiersprache halt gewesen. Weil es direkt über die Datenbank gelaufen wäre und da habe ich jetzt auch nicht genug Plan davon, um jetzt eine ganze Webseite zu machen. Warum hast du nicht einfach gesagt, ich habe es so gemacht, wie ich es kann, weil ich anders kann ich es nicht? Das wäre ein Satz gewesen, ist man von dir gewohnt, beziehungsweise den traut man dir zu. Das kann ich nicht, ist man von dir nicht gewohnt. Wir wissen alle, dass du wenig kannst, aber warum hast du das nicht einfach gesagt? Es wird lang drum herum geredet und am Ende kommt dabei raus, ich kann es nicht. Ich habe zwar schon mal ein bisschen damit rumgespielt, aber das ist schon 3 Jahre her, Entschuldigung, was? Sorry, also. Ja, du hast ja eine 3D-Kamera, hast du gesagt, ne? Aha. Ja. Hast du schon mal ein 3D-Video gemacht? Klar, privat halt. Ach so. Ich habe ja vor 2-3 Tagen oder was, ich weiß nicht mehr, wann es war. Stell dich mal vor, für was man damals eine 3D-Kamera wohl gebraucht hat. Das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum kauft man sich denn eine 3D-Kamera? Das ist doch kompletter Quatsch. Wer lädt denn 3D-Sachen auf YouTube hoch? Nachts einen Stream gemacht? Oder war es abends einen Stream gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich ja auch gesagt, dass ich gerade, wie heißt es, dass ich auch gerade jetzt ein Privatvideo halt für mich und meine Bekannten und so gemacht habe. Und das habe ich jetzt halt auch gerendert. Das ist auch 3D gewesen. Okay. Ja, cool, aber du könntest ja dann YouTube-Videos eigentlich in 3D machen, oder? Das Problem auf YouTube, das habe ich mir, die Kamera war ja ursprünglich dafür gedacht. Also ich habe mir die ursprünglich gekauft, weil ich gedacht habe, das könnte man machen. Aber das auf YouTube ist es ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Heißt auf Deutsch, er hat sich komplett nicht informiert, ob das geht, ob das sinnvoll ist, 3D-Videos auf YouTube zu machen. Hat sich aber schon mal eine teure 3D-Kamera gekauft, ohne sich darüber zu informieren, ob das Sinn macht, ob das funktioniert, ob das überhaupt möglich wäre. Hauptsache die Kamera war da, ne? Dann denkt Rainer, jetzt ist die Qualität viel besser, weil es ist ja anderes Equipment da. Das denkt er ja wirklich von sich. Ne? Er muss den Content nicht ändern, um die Qualität zu steigern. Es muss anderes Equipment her. So, ob das Mikrofon jetzt super ist oder super kacke, das macht bei Rainer doch keinen Unterschied. Seien wir mal ganz ehrlich. Das ändert doch den Content nicht. Rainer denkt, schlechter Content wird mit besserem Equip besser. Aber so ist es halt nicht. Es gibt ja so viele Formen von 3D. Da kann man dann so, ich habe das mal gesehen, du kannst dann da quasi drehen im Video sozusagen. Du kannst dann gucken, was da hinten und alles Mögliche, so echt verrückt. Was du meinst, ist VR. Da kann auch sein, keine Ahnung. Nein, was er meint, ist eine 360-Grad-Kamera. Die kann man fürs Livestream benutzen. Aber wenn Rainer eine 360-Grad-Kamera bei sich in der Müllhalde aufgestellt hätte, dann wäre das nicht positiv für Rainer ausgegangen. Nur mal ganz ehrlich. Ahnung. VR-Brille, das ist für Spiele und so. Ich weiß nicht, ob es da Filme auch gibt mittlerweile. Das ist was anderes. Filme gibt es da, glaube ich, aber nicht. Das ist ein Spiel dann. Das ist wieder was anderes. Wenn du so drehen kannst und schauen kannst, was da hinten ist, so. Ja, das geht. Cool eigentlich. 3D ist halt so dieser Effekt, wo es auf dich zukommt, das weißt du ja. Ja, stimmt. Da im Kino und so, Logo. Genau. Hast du eigentlich das mitbekommen mit diesem Nintendo Labo? So, irgendwie so ein neues Gerät, Nintendo Labo. Verrückt. Nö, sagt mir gar nichts. Keinen Plan. Ich habe auch keinen Plan, deswegen dachte ich frage jetzt einfach mal dich, weil du dich meistens mit sowas auskennst. Nur mit den Nintendo-Spielen und der Switch und den Konsolen. Okay. Ich habe zwar noch ein Nintendo 3DS gehabt,
Aber es kam ja dann der Nintendo 3DS, dann kam der Nintendo 3DS XL, dann ging da die Spiele irgendwie von dem und bla. Dann kam es irgendwie der Nintendo 2DS raus und dachte mir so, hä? Da habe ich mich auch noch mit befasst, ist mir dann auch irgendwann zu viel geworden. Nintendo 3DS war noch ganz cool, da habe ich ja auch noch Ocarina of Time auf 3D in HD da. Ganz geil eigentlich, aber ja, kein Akt nicht. So, Benutzer, es gibt nur einen Benutzer. Na, das bin ich, das ist sehr gut. Ja, wäre blöd, wenn es da ein RBS geben würde. Och, das wäre mir eigentlich ziemlich blups. Natürlich wäre Rainer das blups, aber solange ein RBS ins Teamspeak kommt, Junge, da ist aber Turn-Up. Aber es wäre generell blöd, wenn da überhaupt schon einer drauf wäre. Ja, aber außer es wäre ein RBS, dann wäre es eben blups. Spitzname. Sache. Aktualisieren. Wie einfallsreich, Spitzname Drache. Wie lange er da wohl drüber nachgedacht hat. Blup. Perfekt. So, dann kann ich mich da auch mal raussetzen. Jetzt nochmal aktualisieren. Perfekt. Sieht's eigentlich wieder im Schlafrhythmus aus? Wieder am Arsch oder? Nee. Alles gut. Geht eigentlich. Ist um 2 Uhr morgens wach. Schlafrhythmus völlig in Ordnung. Momentan ist er wieder ganz okay. Neulich hat er ein bisschen gefixt. Klar bin ich jetzt noch recht spät wach, aber ich werde mir jetzt dann auch langsam aber sicher verabschieden, werde jetzt dann auch langsam ins Bett gehen. Oh, der Adam gleich mal folgen. Hey, wenn 2018 alles ganz neu und so cool wird, kommt der böse Wolf eigentlich nochmal? So, also mit der Verkleidung da, weißt du schon, die Wolfsmaske und so. Das war ja auch super schlimm, ne? Das mit dem bösen Wolf, Leute, war das. Ey, das war sowas von Fremdschämen, Marke Extraklasse. Das war so krank, nee. Aber selbst der hat sich von Rainer abgewandt. Ja, ich weiß, wen du meinst. Keine Ahnung. Eigentlich war schon nicht. Auch lustig. Ja, war ganz witzig. Aber mit dem habe ich nicht mal wirklich Kontakt. Auch hier wieder ein Freund, der sich von Rainer abgewandt hat. Wie das wohl nur passieren kann. Immer und immer und immer wieder. Egal, was Rainer macht, die Leute wenden sich von ihm ab. Wie das nur passiert. Dass er das selber nicht merkt, in den ganzen Jahren, wo er YouTube gemacht hat, wie viele Moderatoren hatte er schon? Wie viele, sagen wir mal, rechte Hände? Lell, das sage ich jetzt nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Alle waren nachher Hater. Alle haben sich von ihm abgewandt. Und Rainer denkt, es liegt an allen anderen, schon sein ganzes Leben lang. Und deswegen kann man Rainer auch nicht helfen. Und Kochvideos? Und nee, das sind ja immer so Ausnahmesachen gewesen eigentlich. Ah, schade, Mann. Nee, aber ich arbeite momentan an ein paar Kleinigkeiten, auch an ein paar größeren Aktionen. Oha, jetzt aber, komm. Auch raus irgendeine Info, die mich jetzt hoffentlich... Nee, aber dann heißt es hinterher wieder Ankündigung. Nö, gut. Ich arbeite einfach, das ist ja schon Ankündigung. Das ist doch schon eine Ankündigung. Es ist natürlich gelogen, ne? Das wisst ihr, das weiß ich. Das ist meine Meinung, meine feste Überzeugung. Es ist natürlich gelogen. Ne? Aber es war trotzdem eine Ankündigung. Junge, genug, ich arbeite momentan an ein paar Sachen. Ob sie kommen, weiß ich nicht, deswegen wird dazu nichts gesagt. Okay. Ah, Unge hat ein Video hochgeladen. Ende vom Stream, was? Der hat sich heute übertrieben aufgeregt über die neuen YouTube-Richtlinien, dass es dass viel weniger Geld gibt für die ganzen Videos. Irgendwie neue YouTube-Richtlinie und. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da nur das ganz nur am Rande mitgekriegt, weil ich mich letztes Jahr ja hauptsächlich gegen Ende des Jahres, so Mitte, Ende des Jahres auf meinen Hauptkanal konzentriert habe. Es gibt Änderungen auf YouTube und Rainer hat sich damit nicht beschäftigt, obwohl er doch YouTuber ist.
Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr arbeitet in einer Firma. Vergleichen wir das mal. Ihr arbeitet in einer Firma und auf einmal werden eure Arbeitsverträge alle geändert. Und ihr sagt, oh, du beschäftige ich, habe ich mich nicht mit beschäftigt, nö. In den Arbeitsverträgen steht vielleicht drin, ihr müsst ab jetzt die Woche 10 Stunden mehr arbeiten, aber es gibt auch die Hälfte Kohlen. Nö, da beschäftigt sich Rainer nicht mit. Das hat Roxor, glaube ich, mal als ganz guten Vergleich gesagt. Wenn der jetzt nicht wüsste, wo er nächste Woche die Fische herkriegen soll, dann macht er sich aber dran. Da setzt er sich sofort dran und kümmert sich. Über Reini ist das auch, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Keine Ahnung. Und wisst ihr auch, warum nicht? Weil er kein YouTuber ist oder damals war, sondern YouNower. Solange sich auf YouNow nichts geändert hat, war alles gut. Da kamen die Barren da rein. Und er hat sich selber immer als YouTuber hingestellt, weil er selber genau wusste, was YouNow für eine Plattform ist. Und mit der, da wollte er sich halt nicht mit in Verbindung bringen, mehr oder weniger, ne? Diesen Ruf wollte er sich selber nicht anhaften. Er war aber nun mal genau das, YouNower. Und nichts anders. Also auf YouNow meine ich. Ja. Und so. Hab mir die gekriegt. Und ich habe mich das alles nur am Rande mitbekommen, aber wenn es so stimmt, was ich weiß, dass man keine Beleidigungen mehr machen darf oder halt dann die Einnahmen dementsprechend halt nicht mehr greifen oder so, muss ich sagen, finde ich, das ist eine Änderung, die auf jeden Fall sinnvoll ist. Die scheint nicht für jeden zu gelten. Ich möchte jetzt gar keinen in die Pfanne hauen oder so, aber wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel Axel gesagt hat vor der Reaction auf Rainers Video in seinem Stream, dass er sich jetzt diese Fresse anschauen muss. Hätte mein Bruder das in einem seiner Videos gesagt, Junge, wäre sofort weg gewesen. Sofort der ganze Kanal. Axel hat aber über 400.000 Abos. Da scheinen andere Regeln zu gelten. Ne? Solange da Kohlen reinkommen, können die sagen, was sie wollen, mehr oder weniger. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Ob das richtig ist oder nicht, meine Meinung nein, aber ändern kann ich es eh nicht. Also es soll jetzt wirklich nicht sein, dass ich Excel in der Vernachung wurde. Überhaupt nicht, ne? Rainer ist natürlich das viel bessere Beispiel. Viel besser als Excel. Was der schon an Wörtern rausgehauen hat in seinen Videos und seinen Streams. Und bekommt dafür einfach keinen drüber. Rainer ist das viel bessere Beispiel. Ich wollte jetzt Excel nicht schlecht machen. Aber Rainer ist das viel bessere Beispiel, was dem alles durchgeht. Dass der Werbung in seinen Let's Plays für Schmuddelseiten macht. Ihr habt mir natürlich gesagt, ja natürlich, es war da in einem Spiel, das FSK 16 war. Wo er das letzte Mal gesagt hat, weil ich gesagt habe, das war für Kinder. Machen wir uns mal nichts vor. Ne? Nur weil das Spiel FSK 16 ist, wird Rainer seinen Kanal nicht oder seinen Stream nicht auf 18 oder 16 stellen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das auf 16 geht. Ich glaube, man kann seinen Stream ab 18 stellen. Das hat Rainer auch nicht gemacht, als er 18er Spiele gespielt hat. Da pfeift Rainer komplett drauf. So, und ob da jetzt 12-Jährige zugucken oder nicht, das ist Rainer egal. Solange er diese Werbung für diese Schmuddelseiten machen kann. Das wurde kurz weggestrikt, anscheinend. Rainer hatte Beschwerde gegen eingelegt, hat geschrieben, ja, Mopping, 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 das ist alles gemein, bösen Haters. Ja, Video wieder da, inklusive Werbung. GZ dazu, ne? Kannst dir nicht ausdenken. Also es wird hier wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Und das nicht irgendwie hinter zu Türen oder so, ne? Nicht im Versteckten, nee. Ganz offen. Wird sowas erlaubt? Und andere Leute sagen dann, Mann, das ist aber blöd. Och, du hast blöd gesagt, wie kannst du es wagen? Weg. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Nee, es ist jetzt so, je weniger Videos man hat, desto weniger Geld soll man wohl bekommen. Irgendwie topgroße YouTuber bekommen mehr und andere bekommen gar nichts bis ganz wenig. Okay. Voller Marsch. Ja, das werden sie vermutlich aber nicht lange durchziehen. Aber hast du durchziehen können, denke ich, weil da wird es bald Probleme geben. Da werden wahrscheinlich bald sich viele aufregen drüber. Werden sie, denke ich, nicht lange durchhalten. Mal schauen. Was habe ich? Das war wieder Idle Time vermutlich, hä? Ja. Aber hast du jetzt eigentlich du hast ja erzählt, du hast jetzt vielleicht bald einen neuen Job, ne, und so. Aber also vielleicht, ich arbeite ja Mittwoch immer. Ja, okay. Und, aber ganz
dieses Mittwoch arbeiten. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das im Video gehört habe. War das bei Mad Dog? Als er gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch angelogen habe. Das war dieses Mittwochs arbeiten. Als er mittwochs irgendwann mal live war um 12. Herr Rainer, bist du heute gar nicht arbeiten? Wieso? Ich gehe doch dienstags arbeiten. Oder habe ich Mittwoch gesagt? Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch angelogen habe. Und das sagt er hier eiskalt. Lügt er dem RBS ins Gesicht. Ich gehe ja mittwochs immer arbeiten. Als wenn es einen Job gibt, wo du einmal die Woche arbeiten gehst. Hör auf zu singen, ey. Später gibt das ja. Später sagt er, ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch angelogen habe. Das sagt er zu seinen Zahlschweinen. Zu den Zahlendullis sagt er das. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch angelogen habe. Er gibt sich nicht mal beim Lügen Mühe. Ganz ehrlich, also und so, ne? Aber ich meine, wenn jemand deinen Namen googelt, kommt ja sofort Drachenlord, ne? Und ich meine, dann hast du ja noch Vorstrafen und das und ist es kein Problem gewesen dann, oder? Vorstrafen? Ich habe doch keine Vorstrafen. Doch, mit dem Gericht und alles. Doch, Rainer, du hast Vorstrafen. Und die hattest du auch damals schon. Aber doch, bist doch vorbestraft bist du erst, wenn du... Was ist mit dem Meineid und so? Wenn du... Nee. Meineid? Das ist doch Blödsinn. Echt? Ich dachte, Quatsch. Du hast davon weiß ich ja noch, davon weiß ich ja noch gar nicht. Das ist ja lustig. Echt? Nee, vorbestraft wirst du erst, wenn du im Knast landen würdest oder halt Geldstrafe von mehr als 40 Tagessätzen hättest. Und das habe ich nie gehabt. Sowas ist ja nie passiert bei mir. Doch. Ja, weil ich meine... Gab ja nicht mal was Annäherndes. Und ich glaube, die 40 Tagessätze musst du auch... wenn es mehrere einzelne Straftaten sind, glaube ich... Wirst du vorbestraft, wenn du mehr als drei oder mehr als zwei, bin mir nicht ganz sicher, hast. Also mehr Straftaten, auch wenn es dann über die 40 geht. Oder wenn du innerhalb von einem Jahr das irgendwie hast, wirst du vorbestraft, wenn du quasi in einem Jahr zweimal straffällig wirst und über diesen 40-Tagessatz in diesem einen Jahr kommst. Aber das weiß ich auch nur so vage, also da bin ich mir auch nicht so sicher. Ach so, ich dachte, weil du hast doch da diese drei Jugendlichen oder Kids da, naja, eher Erwachsene, junge Erwachsene da mit dem Stock angegriffen. Ne? Was? Oder vier? Mit dem Stock? Das auf das Stock, Auto da war, mit dem Stock ist nie was passiert, das ist nur mit dem Auto. Ach so, ja genau. Mit dem Stock ist nie was passiert. Kleiner Fun Fact, genauso wurde ihm der Zahn rausgemettelt. Was er ihm erzählt, dass er mit dem Schlagstock angegriffen wurde, das ist einfach nicht wahr. Es gibt dieses Video, wo Rainer mit einem Stock auf eine Person zukommt, droht dem Schläger an mit dem Stock, der versucht, ihm den Stock wegzunehmen, dabei kommt es zum Gerangel und Rainer haut sich das Ding selbst ins Gesicht und hat sich dabei den Zahn ausgeschlagen. Rainer wurde nicht mit einem Schlagstock angegriffen, Rainer ist mit einem Stock rausgekommen und hat selber bedroht und hat sich dabei selbst den Zahn rausgemeldet. Das Video gibt's auf YouTube. Im Auto da halt, da die Scheibe angeschlagen. Achso, du meinst es mit dem Stock mit der Scheibe. Achso, jetzt meinst du ja. Und da hat doch der Richter... Du meinst jetzt mit dem Zahn. Achso, nee. Ich dachte, da hat der Richter gesagt irgendwie, dass du schon mal... Wie Rainer selber gedacht hat, dass es mit dem Zahn wäre, ne? Er weiß nämlich, worum es geht. Das war ein Stock. Das war kein Schlagstock, mit dem er angegriffen wurde. Alles Quatsch. Wegen... Lüge vor Gericht quasi verurteilt worden ist oder so. Okay. Es gab einmal was, aber es war weder vor Gericht, das war das erste Mal, dass ich überhaupt vor Gericht stand. Ich habe nur einmal, also in der Schulzeit haben wir einmal Gericht verfolgt, also so schulisch. Das war das erste Mal, dass ich im Gericht war und das zweite Mal und das generell erste Mal, dass ich überhaupt selber drinnen war. In dem Fall als Angeklagter oder als Zeuge, wie auch immer. Beides war das erste Mal. Und ja. Da hat Rainer vor Gericht gelogen, als Zeuge. Er hat sich auch damals vor Gericht nicht sehr viel Mühe gegeben. Genau wie er sich jetzt nicht viel Mühe gibt, wenn er lügt. Man darf ihn aber nicht als Lügner bezeichnen. Das hat das Gericht gemerkt und hat Rainer bestraft. Und schaut euch mal das Video vom Kinski-Hater an. Da wisst ihr, was ich meine. Es gab eine Sache wegen Meineid. Also es gab keine Sache wegen meiner, es gab was anderes. Aber das ist keine große Sache. Also es hat damit wirklich viel zu tun, ne? Da will keiner, also. Es gab mal einen Fall, wo ich eine Geldstrafe zahlen musste, aber das hat nichts mit meiner zu tun gehabt. Das ist was ganz anderes.
Rainer musste eine Geldstrafe zahlen, weil er vor Gericht gelogen hat. Ich weiß nicht, ob er dafür vereidet wurde oder davor vereidet wurde. Erst dann wäre es ja, glaube ich, ein Meineid, ne? Du darfst ja auch so vor Gericht nicht lügen, wenn du nicht der Angeklagte bist. Aber ich glaube, du musst erst vereidigt werden, um dann als Meineid wirklich angezeigt zu werden. Kann auch mal passieren. Also, keine Ahnung. Aber was... Keine Ahnung, ich finde es halt einfach krass, weil ich stelle mir das richtig schwer vor. Ich meine... Ja, du hast halt kein Abschlusszeugnis, ne, nehme ich an. Nur so ein Abgangszeugnis. Hast du nicht nur ein Abgangszeugnis? Hä? Nein. Echt? Ich so abgegangen. Ich bin noch nicht abgegangen von der Schule. Ich habe einen ganz normalen Schulabschluss. Du hast keinen normalen Schulabschluss. Ein normaler Schulabschluss fängt für mich auf der Hauptschule an. Da fängt ein normaler Schulabschluss an. Wenn man diese Hauptschule abschließt, nach der 10. Klasse, dann gibt's Realschule, Gimmi, Gesamtschule und so weiter. Ich sage nicht, dass Leute, die auf der Sonderschule waren oder auf der Förderschule, prinzipiell dumm sind. Das sage ich gar nicht. Das behaupte ich nicht. Aber es ist auch kein normales Abschlusszeugnis. Wenn er da sagt, ich habe ein ganz normales Abschlusszeugnis, dann ist das nicht richtig. Okay. Ja gut, von einer Sonderschule halt. Nein, und, es gibt keinen Sonderschulabschluss, es gibt nur einen Schulabschluss. Ach so, ich dachte, du warst auf einer Sonderschule. Hauptschulabschluss wird gerechnet ab Quali. Wenn du kompletter, also, nee. Es gibt nur Schulabschlusszeugnisse. Steht überall drauf, Schule abgeschlossen. Du aber bei der Hauptschule ganz normalen Abschluss machst, ohne Quali hast du auch nur einen normalen Schulabschluss. Das gleiche. Okay. Ich habe halt keine Qualis. Aber da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ist halt kompletter Quatsch, was er da redet. Und natürlich, Qualis hat er nicht. Er wird auch keine dazu bekommen bis heute. Also das keine Qualifikation oder was? Ich habe halt keinen Quali gemacht. Aber, also ich konnte keinen Quali machen. Aber ich habe einen ganz normalen Schulabschluss. Okay. Ja, cool. Und dann hast du einfach deinen Job quasi gefunden, sozusagen. Was hast du gefunden? Ich habe halt einfach ein, zwei Bewerbungen geschrieben und habe halt eine ganz normale Arbeit angenommen. Ja. Das ist doch cool. Auch das ist natürlich nicht wahr. Überlegt mal, ihr seid im Vorstellungsgespräch und euer Chef fragt euch, was für einen Schulabschluss hast du denn? Dann sagst du, ja, Schulabschluss. Ja, aber was für einen denn? Ja, er gibt nur Schulabschluss. Dann sagt er gleich, du, da vorne hat der Maurer ein Loch gelassen. Drück mal den X-Button, denn man sieht sich. Und so würde das bei Rainer laufen. Und Rainer hat nicht irgendwo eine ganz normale Arbeit angefangen. Nein. Rainer hat als Leiharbeiter angefangen. Leiharbeit kann jeder halten von was er will. Ich stehe überhaupt nicht drauf. Vielleicht moderner Sklavenhandel oder so. Die verdienen mit dir eine goldene Nase. Du bist ja Idiot in jeder Firma. So habe ich es gehört. Kann jeder von halten, was er will. Aber manche Leute wie Rainer haben halt keine andere Wahl. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, wie du Rainer sonst irgendwo in eine Firma reinbekommst. Wenn der ein Gespräch mit einem Sekretärinnen, mit dem Chefin hat, dann ist der raus. Das fängt schon an, mit welchem Schulabschluss hast du, was ich gerade gesagt habe. Ja, Schulabschluss, gibt keine andere Schule. Ganz normaler Schulabschluss. So, damit fängt das schon an. Dann fragst du Rainer noch zwei, drei Sachen. Dann fängt er an, schlecht zu lügen, vielleicht. Er weiß immer alles besser. Ja. Hatten wir damals in einem TS-Ausschnitt gesehen, wo es um diesen Elektrozaun ging, wo ein Elektriker mit ihm geredet hat. Aber Rainer wusste mehr davon. Rainer hat schon mit seinem Vater im Wald Elektrozäune aufgebaut. Da wusste er halt nun mal mehr, was so ein Zaun verbraucht und so weiter, als der Elektriker. Und so musst du dir Rainer in jeder Firma vorstellen. Und wenn der nur am Fließband steht, dann sagt ihm einer, guck mal hier, wenn du diese Handbewegung so machst, dann bist du schneller fertig. Ne, dann kommst du auf mehr. Sagt Rainer, nee, ich mach das aber so. Musst mir gar nicht erzählen, wie ich es besser machen kann. Ich mach das so. Mit so jemandem brauchst du gar nicht arbeiten. Und das wäre... Für den, der über ihm steht, wäre es schon schwierig. Jetzt überlegt mal, ihr würdet unter ihm stehen. In der Rangfolge in der Firma.
Junge, das wär die Hölle. Natürlich würde sowas nie passieren. Rainer hatte noch nie einen Angestellten unter sich. Noch nie in seinem ganzen Leben noch nicht. Das ist meine Meinung. Und was er damals erzählt hat, er war am Fließband, da war er zu langsam, dann wurde er an eine Bohrmaschine gestellt, da war er auch zu langsam, dann wurde er aufs Lager gestellt und da wurde er Chef der Nachtschicht. In einer Woche. Er gibt sich halt nicht mal Mühe mit den Geschichten, die er sich erzählt. Die er uns erzählt. Ja, und das ist nur mittwochs. Also ich kann mir jetzt das so ziemlich schwer vorstellen, dass quasi warum? Ein Arbeitgeber irgendwie nur für einen Tag die Woche irgendwie was. Gibt's doch oft. So 400 Euro Job. Ich arbeite dreimal die Woche. Ich arbeite dreimal im Monat einen Tag die Woche und einmal im Monat dreimal. Ich meine. Oder notfalls kann ich das auch so machen, dass ich an einem bestimmten Tag, wo sie mehr Hilfe brauchen, also es kann sein, jeden Tag, dass der mich anruft, der sagt, der braucht mich heute. Dafür muss ich dann halt in der nächsten Woche nur zweimal arbeiten, zum Beispiel. Okay. Ja, wir wissen ja schon, dass es alles gelogen war. Jetzt musst du dir vorstellen, Rainer überlegt sich gerade so eine Geschichte. Spontan denkt er sich so einen Schwachsinn aus. Kannst du dir nicht ausdenken? Als wenn eine Firma nicht planen muss mit Leuten, die da sind. Junge. Der 400 Euro, 450 Euro Job Sonderschüler hat Gleitzeit, verstehst du? Er hat ja später zugegeben, dass es gelogen war. Aber sich jetzt einfach sowas auszudenken, er muss sich dafür ja schon so eine Background-Geschichte ausgedacht haben. Was erzähle ich jetzt, wenn mich einer fragt? Das wäre mir so peinlich. Das ist jetzt so zum ersten Mal, da ich sowas tatsächlich höre, dass irgendwie nur einmal die Woche quasi arbeiten. 400 Euro Basis sind viel, es ist oft so. Die Leute, die im Supermarkt einräumen oder so, die arbeiten auch bis ein, zweimal die Woche meistens. Kompletter Quatsch. Ist ja auch kompletter Quatsch. Die Leute, die im Supermarkt einräumen, die arbeiten nur einmal die Woche. Wenn also montags das Regal leer ist, dann bleibt das bis nächste Woche Montag so. Der ist ja kompletter Quatsch. Jeder, der schon mal selber in einem Laden war und schon mal gesehen hat, sagen wir, euch fällt eine junge Dame oder ein junger Mann auf, der ist sehr attraktiv und räumt da ein. Euch fällt natürlich ins Auge, wenn ihr da dreimal die Woche seid, dass der auch dreimal die Woche da ist oder die. Rainer erzählt aber, Leute, die Regale einräumen, sind nur einmal die Woche da. Weil alleine sowas Schwachsinniges in den Raum zu werfen. Einfach so, nur um was zu sagen, nur um seine eigene Lüge damit nochmal zu unterstützen. Kannst du dir nicht ausdenken? Also, wenn sie auf 400 Euro Basis sind, kenne ich ja ein paar Leute, die das machen. Ja. Ich kenne sogar. Und da sind wieder die Schweizer Taschenkumpels, ne? Ich erkenne wieder Leute, die das so genauso machen. Ein paar Schüler, die machen das so als, wie heißt's? Um ein bisschen die Taschengeld aufzustocken, neben der Schule halt. Das kennst du auch. Ja. Ist halt dann keine 400-Euro-Basis, ist halt so ein bisschen nebenher shoppen. Kenn ich auch ein paar. Ja. Kennt er auch ein paar. Rainer kennt noch ein paar Schüler, die nebenbei jobben. Natürlich. Das sind die Schweizer Taschenschülerkumpels. Okay. Ganz normal. Ich meine, halt irgendwie immer. Also bei uns ist es irgendwie so, Sonderschule ohne Quali ist quasi Abgang. Und Sonderschule mit Quali ist Hauptschulabschluss, dachte ich immer. Nee. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann sein, dass es so ist, wie RBS das sagt, aber ich weiß es nicht. Abgang ist, wenn du von der Schule abgehst, dann hast du keinen Schulabschluss. Okay. Ja, du hast ja aber, na klar. Ich hab 10 Jahre lang die Schule besucht. Ja. Ja, Rainer, wenn du 10 Jahre lang in die 5. Klasse gehst, ist auch schlecht. Ach, normal. Reicht ja auch. Ja, sollte man meinen. Hier ist Part 3 zu Ende. Gehen wir mal gucken, wo Part 4 ist. Ich habe es gefunden. Wieder auf dem Kanal Geschichten vom Altauerberg. Liebe und Grüße gehen raus.
Und dann machen wir jetzt weiter. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich duschen gehe. Ich fühle mich dreckig nach dem, was ich da gerade gehört habe. Aber jetzt ziehe ich Teil 4 noch durch. Und danach gehe ich lieber. Denn sonst bin ich ja wieder dreckig. Was ist denn das hier? Ach, das ist der Gutschein von EMP. Nachher mal, muss ich nachher mal gucken und mich Hose bestellen. Ja? Ach so, stimmt es. Muss ich nachher mal gucken und mich Hose bestellen. Warum, hä? Warum, hä? Das war ja auch scheiße. Dass die halt nicht gepasst hat, war halt auch ein bisschen blöd gelaufen fürs Video. Ne? Naja, mir ist ziemlich egal gewesen. Das war ja nicht wegen der Größe, sondern wegen dem Schnitt. Das war eine andere Hose. Ich habe ja... Das war nicht wegen der Größe, sondern wegen dem Schnitt. Nee, Reini. Das war wegen deinem Körperbau, der sehr unförmig ist. Du brauchst halt oben... Was hat der denn für eine, was hat der denn für einen Umfang? Was schätzt ihr denn? Das ist viel. Ne? Das sieht auch sehr unförmig aus, leider. Und dann liegt's halt am Schnitt, na klar. Ich hab ja die Hosen, wo ich hab, sind ja alle 7xL. Aber... Kannst du dir auch nicht vorstellen, ne? 7xL. Jahre später hat er nochmal Hosen auf seiner Wunschliste gehabt, die waren dann schon 8xL. Leute, 8xL. Es gab auch eine Zeit bei mir, da habe ich XXL getragen. Aber einfach nur, ich mag das, wenn die Sachen so ein bisschen schlabbern. Wisst ihr? Mag ich halt gerne. Bei Hosen ist es was anderes. Da hast du ja normale Größen. Aber so beim T-Shirt hab ich zu Hause trage ich gerne XXL. Das schlabbert halt ein bisschen. Finde ich besser. Aber Hosen in 7 oder 8 mal XL, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Die sind anders geschnitten. Ja, und die haben jetzt doch noch eine gefunden, die so geschnitten ist, dass sie dir passt, oder wie? Nee, ich habe ja mit einem Gutschein, ich habe ja zu Weihnachten einen Gutschein gekriegt. Ja. Und mit diesem Gutschein habe ich bezahlt, so. Und die haben jetzt mit diesem Gutschein, zumindest das Geld für die Hosen, weil die Gürtelschnalle habe ich ja behalten, haben wir das Geld für die Hosen jetzt auf den Gutschein zurückgesetzt? Den Gutschein. Ich würde wirklich gerne sehen, wie Rainer versucht, sich einen Gürtel anzuziehen, während er in der Hose steckt. Vor allem Rainer hat ja nur Jogginghosen. Lel, joggen, Rainer, lel. Nur diese Hosen mit Gummibund, wofür er wohl eine Gürtelschnalle braucht. Jetzt überlegt mal, Rainer müsste sich hinten hinter den Rücken fassen, Richtung Gesäß, und müsste den Gürtel einfädeln in der Hose. Wenn er eine Hose hätte, in der diese Laschen sind für den Gürtel, diese Schlaufen. Überleg mal, Rainer müsste mit den Händen Richtung Gesäß hinten auf den Rücken fassen. Junge. Das zu sehen, das wäre nice. Ich habe mir per E-Mail geschickt und jetzt kann ich halt den Gutschein nochmal einlösen für den Betrag, der halt auf dem Gutschein ist. Und jetzt muss ich halt dann mal gucken und mir eine Hose bestellen. Aber schon scheiße, wenn die da den Schnitt ändern. Die haben gar nichts geändert. Das ist eine andere Hose. Ich habe mir zwei von den Hosen bestellt, weil der Gutschein war ja jetzt nicht unendlich hoch. Das hatte ja ein bestimmtes Limit. Ja. Und ich hatte keine Lust, mir nur eine Hose zu bestellen und die Gürtelschnalle. Und ich wollte die Gürtelschnalle, weil die halt ein bisschen, ja, die habe ich mehrere Jahre. Also mehr, das sind ja bestimmt so 10, 20 Jahre noch. Kleiner Funfact, meistens hat man Hosen, wenn sie qualitativ hochwertig sind, auch mehrere Jahre. Jetzt natürlich keine 20, aber auch mehrere Jahre. Wenn du eine vernünftige Jeans kaufst, dann trägt man die mehrere Jahre. Weil die gut verarbeitet ist. Und die Hosen, die gehen ja nach ein paar Jahren mal kaputt. Irgendwann, die laufen sich ja durch und alles. Bei dir ja. Wahrscheinlich zwischen den Beinen sich ein Wolf laufen. Wer sowas kennt. Ich habe das, übrigens, Fun Fact, hab das mal bei, woher ich das weiß, ist von Hella von Sinn. Die hat das mal erklärt. Liebe wieder raus. Da werden sich die Hosen abnutzen, wenn Rainer viel gehen würde. Zwischen den Oberschenkeln halt, ne? Da würden die sich sehr viel abnutzen. Weil die aneinander reiben. Und ich bin sowieso so ein Typ, ich bleib immer überall hängen und reiß mir Löcher ran und alles. Er sagt selber, dass er hängen geblieben ist. Lel! Joke! Ja gut, ich meine, du bist ja auch ziemlich groß, also. Hat damit ja nichts zu tun, ich bin halt ein bisschen ein Tollpatsch. Nicht nur ein bisschen, Rainer. Du bist ein bisschen ein Tollpatsch und ein wenig groß auch, ne? In alle Richtungen. Außer nach oben.
Und da kann man halt mal, ne, Vorsicht, hier Heck schwenkt aus in der Kurve. Kann das schon mal passieren, dass man irgendwo hängen bleibt? Klar. Ja, nee, aber wenn du breiter gebaut bist sozusagen und so meiner Breite, Bodybuilder-Statur hast, dann bleibst du auch mal an Türrahmen und so weiter hängen. Also keine Ahnung. Ja, komm, tu mir den Gefallen und verarsch mich jetzt nicht. Nee, Tu mir den Gefallen und verarsch mich nicht. Während er die ganze Zeit versucht, die Leute zu verarschen, denen er ihnen was vorlügt. Ja? Ah, ist das angenehm, ey. Mann. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin schon in meiner Jugend immer überall hängen geblieben. Ich bleibe auch. Ja, das verstehe ich. Ich hab ein Shirt an, ja. Und ich renne irgendwo durchs Haus. Ich merke das gar nicht. Irgendwo bin ich hängen geblieben, Sherlock drinnen. Ich hab das Shirt einen Tag lang angehabt. Rainer, ganz ehrlich, du bist im Kopf. Jetzt, Leute, jetzt passiert etwas. Ich mach das nochmal kurz 5 Sekunden zurück. Jetzt, das hat RBS zwischendurch. Irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann will er sich nicht mehr weiter so belügen lassen. Und dann dreht RWS eine Runde frei. Und das kommt immer mal wieder vor in diesem Discord, in diesem TS-Mitschnitt. Und das ist wirklich sehr schön. Hört euch das mal an. Einen Tag lang angehabt. Rainer, ganz ehrlich, du bist im Kopf hängen geblieben, Alter. Was du mir für Scheiße erzählst, ist ja unfassbar. Warum beleidigst du mich denn jetzt? Ich hab dir also, nichts getan, Alter. Erzählst du Lügen ohne Ende, Rainer? Ich weiß es nicht. Ich erzähle dir überhaupt keine Lügen. Alles, was ich dir sage, ist Tatsache. Ich habe einen Schulabschluss. Ich habe einen normalen Schulabschluss. Du bist in deinem Kopf auf dem Level von einem 14-Jährigen. Ich hätte 6-Jährigen gesagt, aber okay. Ist ja RBS seine Meinung. Interessant, ey, dass du mir hier gerade ganz genau das beweist. Ich sorry, tut mir leid. Ich finde es geil, dass du mir das beweist. Weil er sagt ja wirklich nur die Wahrheit, der RBS, ne? Er sagt ja wirklich nur die Wahrheit, dass Rainer die ganze Zeit gelogen hat. Was er ja später auch zugegeben hat, dass alles gelogen war. Und jetzt beweist RBS ihm aber etwas. Er fällt einfach nicht auf seine Lügen rein. Und dann entschuldigt er sich wieder schnell und dann das Gespräch einfach so weiter. Das ist so herrlich. Ganz ehrlich. Was denn? Dass du absolut keinerlei Respekt hast. Nee, es war echt. Und dass du absolut. Ey, wie du mich hier anlügst. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist das Geile. Ey. Das ist das, was du in deinem Kopf vielleicht denkst. Ich lüge dich nicht an. Und ich beleidige dich auch nicht. Warum beleidigst du mich? Nee. Ich finde es schon beleidigend, wenn ich belogen werde. Finde ich das schon beleidigend? Das ist schon eine Beleidigung, finde ich. Warum? Sorry, das tut ich mir jetzt aus, rausgerutscht, hey, sorry. Ja, genau. Nee, also, wenn du das als Lüge siehst, bitteschön, das ist so. Ich habe 7x XL-Hosen und ich bleib überall hängen. Vor allem, wenn ich draußen an meinem Zaun irgendwas rumbastel. Das ist alles Draht, da bleibst du halt mal hängen. Wenn man was arbeitet, bleibt man hängen. Oder etwa nicht. Ja, doch, du sagst, ich bin hängen geblieben, ja, genau. Nee, ich meine, wenn du halt mit Bauholz und so Zeug schaffst und so ein Spreißel, alles Mögliche, da bleibt man halt echt. Und jetzt hat er sich wieder abgeregt kurz und jetzt geht's ganz normal weiter. Bis zum nächsten Austicker. Ja, klar. Hinten am Arm. Ja. Da, wo ich hängen geblieben bin, ist hinten an der Schulter. Da habe ich keinen Bauch. Ja. Naja, wenn man sich das anguckt, wie du von hinten aussiehst, Rainer, doch, du hast auch an den Schultern einen Bauch. Das ist meine Meinung. Das sieht aus, als wenn da kleine Bäuchlein an der Schulter sind. Wie auch immer. Ja, und die Hosen, die muss ich mir jetzt dann halt nochmal bestellen. Also die, wo ich normalerweise mir bestelle. Die gibt's halt in kurzen und in langen Hosen. Gibt's da dann auch wieder ein Auspackvideo? Wenn sie, sobald sie da sind, habe ich ja von Anfang an in meinem Auspackvideo gesagt, kommt auch da ein Auspackvideo, ja. Ja, cool. Das ist cool. Finde ich toll. Ja. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, die hätte, also. Kann ich gleich mal gucken. Hat auch so komisch geglänzt. Das ist, also. Das ist ja das, was ich meine. Ja. Die Hosen, die ich habe, das sind immer so matte Hosen. Das sieht man ja auch in meinen Videos immer. Und außerdem sind die auch viel, viel fluffiger. Also, die haben ja viel. Die haben extrem viel Stoff unten rum, also an die Knöchel, an die Waden. Und die war ziemlich eng angelegen. Das war irgendwie ganz andere Hose. Das hat man auch. Es war wahrscheinlich die gleiche Hose, aber Rainer hat in den letzten Jahren halt wieder ein paar sich in die Breite entwickelt, sagen wir es so.
Ja, und dann denkt Rainer, ist natürlich die Hose schuld. Ne, weil Rainer ist nie schuld. Bei Rainer hat sich nichts geändert. Überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir die deswegen bestellt, um das mal zu erklären, ich habe mir nur deswegen die bestellt, weil ich, weil die runtergesetzt war und ich mir zwei Hosen bestellen war, habe. Deswegen also zwei Stückpreis von einer quasi dann sozusagen. In dem Sinne, ja, weil die waren im Angebot, die waren, ich weiß nicht, 50% oder 55% reduziert. Das war der einzige Grund, sonst hätte ich mir auch die Hose bestellt, wo ich mir bestellen wollte. Aber dann hätte es halt nicht mit zwei Hosen und Ding hingehauen. Ja. Wenn ich doch weiß, ich brauche neue Hosen und ich habe keine Kohlen, dann bestelle ich mir doch nicht eine Gürtelschnalle dazu. Es hat mit zwei Hosen eine Gürtelschnalle, also einem Ding, hingehauen. Dann bestelle ich mir doch lieber Hosen. Dann bestelle ich mir doch lieber drei Hosen. Rainer trägt doch keinen Gürtel. Er hat doch keine Hosen für einen Gürtel. Und er hat auch nicht die Passform für einen Gürtel. Nehmen wir es mal, sagen wir es mal so, wie es ist. Was soll dieser Mann denn mit einer Gürtelschnalle? Du könntest auch theoretisch einfach so Jogginghosen quasi nehmen dann stattdessen. So Stoffhosen sozusagen. Die ja, Stoffhosen, Gammelhosen. Trage ich halt immer zu Hause. Ja, aber die im Endeffekt, die passen halt auch viel länger. Da kannst du ja dann... Ja, ja nee, ich trage die lieber zu Hause, wenn ich chill. Außerdem, Jogginghosen habe ich ja noch. Ich trage jetzt noch eine Hose. Die hat sich ja im Laufe der Jahre auch ein bisschen ausgeweitet. Das ist eine Jogginghose. Ich trage jetzt selber momentan eine Hose, die habe ich mit 22 mir gekauft oder so. Oder vorher noch. Krass, und die passt dir immer noch, oder wie? Natürlich. Okay. Ja, gut, ja. Er ist halt eine Jogginghose. Ja. Rainer, passen nur noch Jogginghosen. Nur noch. Wenn du es ja auch oft anhast, dann im Endeffekt die weiten sich ja. Die weitet sich ja, genau. Ja. Die weitet sich ja mit. Die weitet sich mit, so wie Rainer sich weitet. Nicht? Die Hosen, die ich immer anhab, normalerweise, die haben ja auch so oben und unten so Schlaufen, dass du noch ein bisschen zusammenbinden kannst an den Knöcheln oder eben an den, wenn sie kurze Hosen sind, halt an den Knien. Ja, das so Hosenträger könntest du theoretisch ja auch nehmen. Das ist auch eigentlich recht praktisch, ne? Nee, ich mag keine Hosenträger. Ich hab lieber einen Gürtel an. Hat schon Style. Aber was hast du für eine Pulligröße, wenn ich fragen darf? Also... Die Größe. Also Shirtgröße meinst du? Ja, genau. Da auch XL oder was ist da? Nee, viermal. Aber okay. ich trage. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es nur viermal XL ist. Glaube ich nicht. Lieber fünfmal, weil es ein bisschen bequemer ist. Ja, so mache ich es auch halt, wenn ich XXL-Sachen trage, ne? Trage ich auch, weil sie bequemer sind. Aber ich glaube nicht, dass er ihn eigentlich nur viermal XL trägt. Glaube ich nicht. Ich kenne mich jetzt, aber bei solchen Größen kenne ich mich echt nicht so gut aus. Ne? Ich habe noch, glaube ich, noch nie ein viermal XL T-Shirt gesehen. Oder ein fünfmal XL. Habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ob ich das glauben kann. Ist halt schwer, wenn Rainer sagt, ne, was zu glauben. Also ist halt ein bisschen... Ja, weiter und so. Weiter, ist, genau. Schwabber und Look ist cooler, ja. Ich mag es halt auch lieber, wenn die Shirts länger sind. Von daher. Würde ich auch lieber mögen, wenn das Bäuchlein zu den Knien hängen würde. Die Schwerkraft gewinnt halt immer. Egal was du machst, irgendwann gewinnt die Schwerkraft. Ich glaube, das hier ist sie, wo ich mir immer kaufe. Genau. Hier, die hier ist die, wo ich mir normalerweise kaufe, mal zum Vergleich mit der anderen. Okay. Das andere ist diese, keine Ahnung. Der pure Vintage Trousers. Ja gut, die hat auch diese großen Taschen, wo du ja auch gesagt hast, dass die ganz praktisch sind, ne? Und ich habe ja auch gesagt, dass die, wo ich mir normalerweise kaufe, unten und oben und in der Mitte Taschen hat. Ja. Also wenn du dir die mal anschaust, die hat unten an den Waden,
dann oben am Knie und halt oben nochmal die normalen Hosentaschen, ne? Ja, schon schick. Aber die kosten natürlich auch gleich ordentlich mehr, ne? Schon kosten 38 Euro teuer. Im Moment ist es sogar noch reduziert, tatsächlich. Normalerweise kostet die ein Fuffi. Deswegen kaufe ich. Aber ist 50 Euro für eine Hose nicht ein Preis, der in Ordnung ist, wenn die Hose okay ist? Da finde ich jetzt 50 Euro nicht sehr teuer. Ha? Ja, deswegen kaufe ich mir normalerweise auch nicht so viele davon. Aber die Hosen sind echt geil, also ich mag die. Ja, genau. Steht auch bequem geschnitten. So, ja. Ja, es ist halt, auch ein wenig eine Gammelhose, sieht aber halt vom Aussehen her ein bisschen schicker aus. Ja, als, kann man also auch Jogginghose. Mal, ja. Auf jeden Fall. Außerdem haben die so einen geilen Stoff. Und das Geile ist, wenn man sich oben den, wie nennt man das? Wo man die Hose reinschlüpft. Bund. Also wo halt der Hosenstall ist. Am Hosenbund, genau. Dankeschön. Am Hosenbund, wenn man das sich anschaut nochmal, das sind so Schlaufen dran. Ja. Wie heißt es? So breite Bänder. Die sind halt durch die ganze Hose nochmal gemacht, also ringsrum. Da kann man die Hose noch ein bisschen anzurren sogar. Also, okay. Ja gut, dann sieht es auch richtig schick eigentlich aus, ja. Ja, man sieht, wie das bei Rainer aussieht mit seinen Hosen. Richtig schick ist jetzt nicht das, was mir eingefallen wäre oder was ich genommen hätte als Beschreibung dafür. Aber hey. Ne? Und wenn Rainer versucht, die... Das Krasse ist ja auch, wisst ihr, was er so heftig dabei aussieht, ist, dass Rainer noch immer das T-Shirt in die Hose steckt und die Hose dann zusammenzurrt. Das, ne, ihr wisst, was ich meine. Das sieht ja dann noch schlimmer aus nochmal. Man sieht ja, wie alles vorne runterhängt und ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man das Hemd dann oder das T-Shirt noch, das viel zu große T-Shirt noch in die Hose steckt, wie das aussieht. Ja, die sind auch ein bisschen, die sind halt allein deswegen schon weitergeschnitten, weil die halt, als du sie halt noch festziehen kannst mit denen und dann noch einen Gürtel reinmachen. Die sind echt bequem. Macht echt Spaß, die anzuziehen und mit rumzulatschen. Das waren also die Hosen, die Rainer normalerweise hat. Die sind zwar 7x XL, aber noch weiter. Weil man sie noch zusammenzuhren kann. Normale 7XL-Hosen heißt, das passen ihm schon nicht mehr. Macht echt Spaß, damit rumzulatschen. Was laber ich für einen Scheiß? Wie stehst du eigentlich zu Unterwäsche? Ziehst du was drunter an? Oder bist du ein Freihänger? Kommt immer drauf an. Ja, wir haben den Camel Toe gesehen. Jung. Junge. Und Unterwäsche, die ihm passt, wird halt auch schwer, ne? Das wird schon schwierig. Wobei ich sagen muss, ich muss... nächsten Monat muss ich mir unbedingt mal wieder neue Schuhe kaufen. Sehe ich jetzt gerade, wo ich mir die Klamotten anschaue. Aber also, du, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wolltest du ja mal ein bisschen abnehmen. Ich habe auch abgenommen, tatsächlich. Er hat abgenommen und passt nicht mehr in eine 7XL-Hose. Das ist das Nächste, was nicht die Wahrheit ist. Ich habe abgenommen, tatsächlich. Nee. Okay. Nicht so viel, weil nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Wie viel hast du abgenommen, wenn ich fragen darf? Wie viel hast du abgenommen? Plus 15 Kilo. 15 Kilo. Okay, das habe ich jetzt wirklich geraten. Ich habe plus 15 Kilo gesagt. Ist aber wirklich schon sehr lange her, dass ich mir das angehört habe. Ich habe jetzt einfach mal plus 15 Kilo gesagt, weil ich würde sagen, so viel hat er zugenommen. Er denkt aber, dass er diese 15 Kilo abgenommen hat. Okay. Aber das ist zu die krass. Welt. Das war aber nicht zu die Welt jetzt. Also fängst du dann auch an, richtig Sport zu machen oder eher erstmal nur so durchlaufen? Aufgrund meines. Was mache ich? Durchlaufen? Nur so, ja, spazieren. Seien wir mal ganz ehrlich: Sport zu machen wäre in seiner Situation überhaupt nicht gesund. Also normalen Sport, wie wir ihn kennen. Dass man joggen geht oder so. Liegestütze und sowas braucht er gar nicht denken. Ne? Oder Sit-Ups oder so. Das ist bei ihm absolut, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss man ihm auch geben. Ne? Als erstes muss halt mal wirklich FTH gemacht werden.
Also Futter die Hälfte. Und dann muss schwimmen gegangen werden. Schwimmen, Wassergymnastik und so. Das sind die einzigen Sachen, die bei Rainer noch in Frage kommen. Das weiß er selber auch, hat er auch schon ein paar Mal gesagt, aber noch nie umgesetzt. Und ich stelle mir das auch schwierig vor. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich will jetzt auch wirklich kein Penner sein, ne? Aber wenn da jetzt neben mir einer ins Wasser steigt, angenommen, ich gehe jetzt ins Schwimmbad, und da steigt neben mir einer ins Wasser, der Beine hat wie eine Mondlandschaft, ne? Wo halt Eiter sifft und, Leute, ich will es jetzt nicht beschreiben, offene Beine, die nässen und so weiter, da würde ich zum Bademeister gehen und sagen, du Bruder, das kannst du den Leuten aber jetzt hier nicht antun. Ne? Also wenn der jetzt in dieses Becken geht, sag ich hier Medal off. Mit den Beinen. Das geht so nicht. Du weißt ja nicht, ob das was Ansteckendes ist oder so nachher. Will jetzt auch kein Arsch sein, aber würde ich dann wahrscheinlich machen. Das wäre mir zu eklig, dann auch in das Wasser zu gehen. Deswegen ist das Schwimmen wahrscheinlich auch für Rainer, das wird auch ein Problem darstellen. Ne? Du musst dich halt auch in der Öffentlichkeit mit den Beinen dann zeigen, musst dann irgendwo ins Wasser gehen, vielleicht in so ein normales Schwimmbad. Ich glaube nicht, dass er da viel Spaß dran hätte. Also bei Rainer, da müsste er sich schon was einfallen lassen. Vor allen Dingen halt FDH, vor allen Dingen diese ganzen hier Zuckerdrinks und so weiter. Wenn das alles weggelassen werden würde, ohne dass er Sport machen würde, das würde schon eine ganze Ecke bringen. Ich habe Schnaufen verstanden, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, hä? Nein, Laufen meinte ich. Ja, also meine Wunschliste, jetzt ist er drin. Spazieren gehen für ihn stelle ich mir auch nur ganz schwer vor. Vielleicht mit einem Rollator oder so, dass das Kreuz ein bisschen entlastet wird und die Beine ein bisschen entlastet werden. Es soll jetzt wirklich, das ist jetzt kein Hate, also das ist wirklich kein Hate. Das stelle ich mir am besten für Rainer vor, mit einem Rollator spazieren zu gehen. Dass ein bisschen die Knochen entlastet werden. Oder vielleicht über einen Waldboden, über einen weichen Waldboden zu gehen oder so. Anders glaube ich nicht, dass es gut für Rainers Knochen ist. Bei dem Gewicht. Ah, gut, dann finde ich sie nämlich immer. Ja, also, ich mache das halt ein bisschen Laufen, bin ich halt immer vorsichtig, weil das Problem ist beim Laufen, dass bei meinem Gewicht, das ist halt ein Problem. Da gebe ich ihm recht, wirklich. Laufen ist mit seinem Gewicht ein Problem. Du bekommst halt nach 10 Metern wahrscheinlich Rückenschmerzen, dann werden dir die Beine wehtun und so weiter, aber du musst trotzdem irgendwas machen. Und wenn du dich auf dem Boden hin und her rollst oder du nimmst leichte Hanteln, setzt dich hin und machst damit irgendwas, irgendwo muss das Fett anfangen zu schmelzen und die Muskeln müssen anfangen zu wachsen. Rückenübungen zu machen und so weiter, das geht alles. Gibt's auf YouTube genug Videos für solche Übungen. Das kann man alles machen. Also er muss jetzt nicht unbedingt ins Wasser, so wie ich es vorhin gesagt habe, war vielleicht ein bisschen falsch. Das heißt vielleicht, es war ein bisschen falsch. Er kann natürlich auch so Gymnastik machen, leichte Gymnastikübungen oder so. Wenn er sich auf die Seite legt und das Bein hebt und so weiter. Das geht alles, wenn man das will. Ne? Man muss es aber auch wollen. Und ihr wisst, der innere Schweinehund, der ist bei jedem von uns ein Hater. Bei Rainer noch viel mehr. Ja, Beine halt, ne? Wegen den Knien dann sehr wahrscheinlich. Richtig. Ja, na gut, es gibt ja Möglichkeiten. Ach hier, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, nur kurz. Ja. Das hier ist übrigens die andere Hose gewesen. Wenn man sich das anschaut, die ist komplett anders geschnitten auch. Und auch, das ist auch das ganz andere Material. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gesehen gehabt. Ja, ich muss auch sagen, die sieht nicht so schick aus. Mir quält sie jedenfalls nicht. Ja. Ich habe mir die auch, wie gesagt, nur wegen der Kohle bestellt, weil ich mir gedacht habe, ja, hast du schon Gutschein gekriegt, kaufst du von dem Gutschein ein Ding, jetzt zahle ich halt noch irgendwas drauf und kaufe mir dafür zwei. Oder kaufe mir bloß eine. Ja, mal schauen. Aber deine Dusche ist doch zum Beispiel doch recht eng. Hast du da Probleme? Ich meine, du hast es auch mal erwähnt. Dusche ist doch nicht eng. Meine Dusche ist an Meter auf 3 Meter. Ja. Etwa. Sein ganzes Badezimmer ist keine 3 Meter breit.
Hier könnten wir wieder Rainer und Zahlen anfügen. Er kann sich 3 Meter, kann er sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, wie viel 3 Meter sind. Er glaubt ja auch, der Ford Ranger ist 2,20 Meter hoch, ne? Vielleicht nicht ganz einen Meter. Boah, aber wir, ganz ehrlich, als du dann keinen Strom hattest, ne, hattest du ja auch kein warmes Wasser. Also stelle ich mir richtig hart vor, kalt duschen. Scheiße, ja. Wie hast du das dann gemacht? Hast du dann kalt geduscht oder einfach eine Weile nicht geduscht oder mit, keine Ahnung, Wasser gekocht und irgendwie, weiß es nicht. Ach shit, da kosten die das. Ich hab ach, weißt du was? Entschuldige, ich bin gerade noch im Auswählen von der Menge. Ich kaufe mir 2 Zoll. Kein Problem. Wie gesagt, Rainer ist nicht in der Lage, einen normalen Dialog zu führen. Ich habe ganz normal geduscht halt, ne? Also. Ganz normal geduscht. Kalt. Ist für mich jetzt kein normales Duschen. Ich bin ein Warmduscher, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch keiner, der sich nachher nochmal kalt abduscht. Ich bin ein richtiges Weichei. Weil das Wasser halt kalt, mein Gott. Es ist okay. In der Sauna, wenn du in der Sauna duschen gehst, ist auch Wasser kalt. Oder keine Ahnung. Ist Rainers Ausrede für alles irgendwie, ne? Die Sauna. In der Sauna ist das auch so. Rainer, warum schickst du Nacktbilder rum? Ja, in der Sauna bin ich auch nackt. Rainer, hast du kalt geduscht? Ja, mache ich in der Sauna auch. Das ist Rainers Argument für alles. Ja, in der Sauna ist das auch so. Jeden Tag kalt duschen, boah. Weiß nicht, also. Da musst du ja keine Gedanken machen, Rainer duscht ja nicht jeden Tag, ne? Das hat er uns ja bewiesen. Mach ich mal mein PayPal-Buch? Ja, vor allem so nach der Sauna so kühl zu duschen ist, glaube ich, jetzt eher dann angenehm, aber jetzt so. Naja, wenn es bei uns im Sommer, wenn ich in schwarzen Klamotten auf dem Balkon sitze, was ich ja da fast das ganze Jahr über, also fast den ganzen Sommer über gemacht habe, vor 2 Jahren, da bist du auch in der Sauna, kannst du mir glauben. Boah, da hast du einer Freundin von mir mal so ein ekliges Bild geschickt. Da hast du auf deinem Balkon, also das hast du auf deinem Ballon und hast Bild gemacht in deine Hose rein. Also da muss ich sagen. Ja, und das verschickt Rainer an irgendjemanden ungefragt. Ne? Das fällt schon unter Belästigung, glaube ich, dass man ungefragt solche Sachen einfach verschickt. Nee. Das geht nicht. Aber so ist er halt, ne? Das war ein bisschen heftig. Das war nicht auf dem Balkon. Danke für Ihre Bestellung. Und das ist Rainers Argument dafür. Das war nicht auf dem Balkon. Ich habe woanders ein Bild in meine Hose reingemacht und ihr geschickt. War nicht auf dem Balkon. Das ist das, was Rainer dazu zu sagen hat. Dass es nicht auf dem Balkon war. Es stimmt also. Es war aber nicht auf dem Balkon. Also ist es ja nicht schlimm. Ach, habe ich es nicht gestellt. Hat man die Pflanze von deinem... War das in deinem Hof? Wo war das? Das war im Hof. Oha, okay. Warum setzt man sich in seinen Hof und fotografiert in seine Hose rein? Wir wissen, was er da fotografiert hat, oder fotografieren wollte, und an eine Frau geschickt hat, ungefragt. Warum setzt man sich in den Hof und macht sowas? Warum ist das Argument, das war nicht auf dem Balkon, das war im Hof, warum ist das noch wichtig? Was hat dieser Satz für einen Nährwert mit diesem Argument? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Balkon habe ich nie solche Bilder gemacht. Ja, aber auch unpassend ein bisschen. Ist offensichtlich. Auf dem Balkon ist es unpassend, im Hof geht's fit, klar. Das heißt, wir werden bald folgen. Neue Bestellung, bla 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 bla. Sieht doch gut aus, perfekt. War neue Hosen bestellt. Ja, Glückwunsch. Besitzer von 2 neuen Hosen. Oh. Bald. Ja, mir wurde halt der Gutschein eigentlich mit dem Hintergrund Gedanken, aber dass ich mich jetzt bei PayPal nicht anmelden musste, egal. Wurde halt bei der Gutschein wurde mir halt geschenkt mit den Worten, kauft doch mal bitte ein paar lange Hosen, weil ich immer in kurzen Hosen rumrenne. Sommer wie Winter. Und mir gedacht, naja gut, halt, kaufst halt gleich mal 2, hast mal ein paar und die Leute können nicht mehr rumheulen. Naja. Ja, aber
Rainer bekommt einen Gutschein geschenkt und denkt sich, ja, okay, mach's es mal, damit die Leute nicht immer rumheulen. Ich bin so gütig und benutze diesen Gutschein, der mir geschenkt wurde. Er ist unglaublich gütig, wirklich. Eine Gürtelschnalle hast du auch noch gekauft. Na, Gürtelschnalle wollte ich mir schon lange kaufen. Dann habe ich mir gedacht, die Gürtelschnalle... Das ist dann so ein Ding, weil er bekommt diesen Gutschein mit den Worten, kauf dir mal bitte ein paar lange Hosen. Und kauft sich davon eine Gürtelschnalle. Okay. Die habe ich auch noch in 5 oder 10 Jahren und die Hosen bestimmt nicht mehr. Ich würde jetzt gerne fragen, Rainer, wo ist diese Gürtelschnalle? Jetzt sind fast 5 Jahre rum. 4, 5 Jahre. Rainer, wo ist diese Gürtelschnalle? Zeig sie mir mal. Du hast sie ja noch in 20 Jahren, hast du vorhin erzählt. Zeig mir jetzt 4, 5 Jahre später, mal bitte die Gürtelschnalle. Wie gerne würde ich das fragen? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe halt, lange Hosen habe ich halt nicht so oft und ich laufe normal feiern in kurzen Hosen rum. Aber selbst die kurzen Hosen haben halt meistens so, weißt du, was eine Triangel ist? Nee. Und ich meine nicht das Instrument. Also. Er meint seinen Camel Toe. Also bei uns, ich weiß nicht, ob man das überall sagt, bei uns in Franken ist ein Triangel ein Riss in der Hose, ja? Der ausschaut wie das Instrument. Also das ist quasi, du hast quasi von oben nach unten so ein Dreieck reingerissen. Oben ist, kein ganzes Loch, sondern es ist halt so ein Stofffetzen, der wie so ein Dreieck weghängt. Habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Wo? Dass das so oft passiert, dass man dafür einen eigenen Namen hat? Pff. Also im Knie oder im Schritt oder nee, wo? Nee, allgemein. Im Stoff halt, nennt man das so. Ja. Und so habe ich halt schon mehr als eine Hose kaputt gemacht. Weil ich halt immer irgendwo hängen bleibe, im Zaun oder sonst wo. Oder in der Garage, wenn ich am Auto rumbastel. Das stimmt, dein Auto, gibt es überhaupt noch? Natürlich. An dem bastel ich immer wieder mal rum. Kleiner Funfact, es ist nie wieder gefahren. Also dieser alte Kombi da von dieser... war das ein... Der Ford Mondeo war das noch. Ford Mondeo, da war Ford das. Ford Mondeo. Kombi. Mein Auto ist das. Achso, eine Kombi. Limousine. Limousine war das, ja. Genau. Aber eigentlich hättest du dir jetzt direkt noch deine Schuhe mitbestellen können. Wäre ja besser vom Paket gewesen wahrscheinlich. Ich zahle keinen Versand. Ach so. Ich zahle keinen Versand. Einfach so nicht, oder? Warum? Nee, ich bin Mitglied bei dem. Ach so. Okay. Ich bin EMP Backstage Club Mitglied. Oder ja, cool. Wie das heißt. Dann praktisch. Ja. Kaufen die auch Schuhe, EMP? Natürlich, alles was mit Metal zu tun hat. Aber für Schuhe gehe ich lieber in einen Laden tatsächlich. Da gehe ich lieber nach Nürnberg oder so. Jetzt wollte ich gerade sagen, in den Underground, aber den gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja mittlerweile auch EMP. Was ist der Underground? Achso. Ist ein Metal-Laden eigentlich, aber der ist aufgekauft worden von EMP. Oder ist rausgekommen und ist was anders reingekommen. Also Underground heißt er noch, aber da sind jetzt EMP-Klamotten und EMP-Sachen drin. Schuhe würde ich mir auch lieber im Laden kaufen. Also ich kaufe mir alles lieber im Laden, bin ich ganz ehrlich. Da probiere ich es halt an, ne? Und Schuhe müssen halt schon gut passen. Wir haben mir letztens ein paar neue Laufschuhe geholt. Da werden halt die Füße vermessen und so weiter. Das macht schon Sinn. Ne, man bezahlt da halt ein bisschen mehr, klar. Aber das macht sich wirklich bemerkbar, ne? Also, ich dachte vorher immer, ich bin richtig gelaufen, ich bin gut gelaufen. Aber wenn man dann Schuhe hat, die den Füßen angepasst sind, das macht einen riesen Unterschied, ehrlich. Oder heißt der noch Underground? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal nachgoogeln. Und dein Zahn? Also ohne Spaß, das habe ich... Also ich meine, gut, am Anfang hast du ja gesagt, das war Iblali. Iblali. Nee. Aber ich habe gesagt, das ist durch Iblali passiert. Das ist ein Unterschied. Okay. Das sind anscheinend irgendwelche Typen von ihm gewesen, die ziemlich stinkig auf mich waren, weil er irgendwie angepisst von mir war, keine Ahnung. Und aber die hat er angeheuert oder was? Oder? Die wollten dann halt mir ans Leder... Okay. Und dein Zahn ist jetzt quasi draußen und wird, also lässt du es wieder machen oder nee, ist mal scheißegal? Es war sowieso ein kaputter Zahn, also mal abgesehen davon, den hätten sie mir gar nicht ausschlagen können. Hätten sie mir gar nicht ausschlagen können, habe ich selber gemacht. Kleiner Funfact, auf der anderen Seite sieht der Zahn schon ähnlich aus. Ähnlich kaputt. Das ist jetzt...
wirklich einfach real. Ne? Schaut euch den Zahn mal an, da hat sich seit Monaten frisst sich ja Karies dadurch. Der verfärbt sich schon. Und wenn dann irgendwann nur noch die zwei Vorderzähne stehen, das wird lustig aussehen. Wie Bugs Bunny Staffel endlich anfängt, let's go. Der war eh schon kaputt. Der ist vor Ewigkeiten mal gemacht worden. In meiner Jugend irgendwann. Und da ist die Wurzel jetzt momentan auch drinnen, weil es halt keine echte Wurzel mehr ist. Ach so. Habe ich noch nicht rausgemacht halt, aber das sehe ich momentan auch irgendwo nicht ein. Weil es wäre einfach zum Zahnarzt gerenne, das Ding rausmachen lassen, dann habe ich wieder. Da ist noch ein Strunk von der Wurzel drinne. Dieser Unterteil vom Zahn mit diesen zwei Wurzeln, mit diesen zwei Dingern drin. Der ist da noch drinne. Ja, und das sieht dann nicht ein, das rausmachen zum. Also, hin und her gerenne zum Zahnarzt. Nee, ich kann euch sagen, warum das meiner Meinung nach, warum er das nicht rausmachen lässt. Wenn er da einmal im Stuhl sitzt, wird der Zahnarzt sagen: Oi, 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 Reini. Hier müssen wir mal Generalüberholung machen. Ne? Da ist im Reifewechsel nicht getan. Da muss auch Motor und Getriebe raus. Blutet's ewig. Hab keinen Bock drauf. Und aber macht ja kein Problem mehr auch nicht. Ja, aber wenn du das so lässt, ist das dann nicht irgendwie ein bisschen ungesund oder wie sagt man so, unhygienisch? Ja, unhygienisch vor allen Dingen. Das Ding verrottet ja weiter da in dem Loch. Unhygienisch oder so. Unhygienisch? Ich putze mir ganz normal die Zähne. Nein, tust du nicht. Das hast du auch schon mehrfach gesagt. Du hast gesagt, du putzt dir die Zähne, wenn du Zahnschmerzen hast. Jeder normale Mensch putzt sich 2 bis 3 Mal am Tag die Zähne. Ja, ich mach's auch nur 2 Mal. In der Mittagspause war kein Bock. Aber das macht er halt nicht. Und wir haben schon den Schmierkäse von vorletzter Woche an seinen Zähnen gesehen. Ja? Wenn er mal irgendwie ein Stück Grün oder so dazwischen hängen hatte, hat er das 2 Tage später im Stream da genauso noch drin gehabt wie vorher. Was soll da unhygienisch sein? Ja, das schon, aber ich meine, wenn man da ja quasi, das ist ja trotzdem irgendwo eine Verletzung oder so. Eine Verletzung könnte es nur sein, wenn es was Lebendes wäre oder wenn es halt zu einem lebenden Organismus gehören würde, wie am Zahn. Rainer, gehört denn dieser stummen Zahn nicht zu deinem lebendigen Organismus Zahnfleisch? Ist Zahnfleisch kein Organ? Lell? Wo jetzt die Wurzel noch drinnen ist. Das ist ja keine, da ist ja keine Wurzel mehr vorhanden. Da kann ja nichts kaputt gehen. Ja, aber du hast dennoch einen Fremdkörper im Kiefer stecken. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich meine Zähne leicht nach links und rechts verschiebe ein bisschen. Aber glaube ich eigentlich nicht, weil ich habe zwischen meinen Zähnen sowieso immer so einen kleinen Freiraum. Also die könnten sich sowieso hin und her bewegen. Ja, das macht Rainer halt, weil er Freiheit, weil ihm Freiheit wichtig ist, ne? Ist er wie Eduard Laser, nur für seine Zähne. Lell. Ach so, ich habe auch noch einen Kommentar bekommen. Weil Simon Kretsch mal ein Video gemacht hat zum Drachenlord. Oder war das ein Video dazu gemacht? Er hat es kurz mal in seinem Stream erwähnt. Und ich bin ganz ehrlich, ich nehme dem Simon Kretschmann nehme ich das nicht so sehr übel, weil er selber mal ja schon fast richtig gehatet wurde. Der ist ein gebranntes Kind. Ich mag den sehr gerne. Er ist halt mit dem Thema ein gebranntes Kind. Er hat sich da nicht informiert. Ich glaube, Leute wie Eddie und so, die beschäftigen sich da eher ein bisschen mit dem Thema, Reini, aber Simon halt überhaupt nicht. Und ja, der hatte auch schon eine schwere Zeit. Und habe ich nie verstanden, warum. Ich fand den in den Pen and Papers und so weiter, ich fand den immer super. Manche Leute sagen, der gibt denen halt nichts. Ist ja okay, ist Geschmackssache. Aber ich mag den sehr gerne und ja. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. So. Die bewegen sich nett, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Ne? Und es gibt keine Probleme, sollte es auch nicht geben. Unten zusammenrutschen können sie nicht. Und wenn man Zahnlücke hat, werden die Zähne deswegen ja nicht schief. Aber es würde halt passieren während des Wachstums, aber aus dem Alter bin ich raus. Außerdem irgendwann verliert. Aber Zähne können sich doch immer weiter verschieben. Wenn die Freiraum haben, sich zu verschieben, die sind doch immer in Benutzung und so weiter. Natürlich werden die sich irgendwann verschieben. Dann wir alle unsere Zähne. So. Ja, okay. Ich kann immer noch Hater an den Kopf abbeißen und sie auffressen. Das geht. Kein Thema. Also, was meint ihr, warum ich so eine Ogerfresse habe? Nur deswegen, weil ich immer meinen Kiefer ausrenken muss und sie fressen muss.
Drache, ne? Reptil. Mhm. Und ja. Soll das sein? Kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Wirklich auf dem Level von einem Sechsjährigen. Wie erblich ist es, erblich bedingt oder war das irgendwie eine Krankheit, so ein bisschen dieses eigentlich hätte ich das als Kind machen lassen müssen, aber meine Mutter ist nicht, hat es irgendwie, ich habe es tausendmal drauf angesprochen, eigentlich hätte ich eine Spange gebraucht. Ich glaube erstmal nicht, dass Rainer die Mutter da tausendmal drauf angesprochen hat. Sind wir ganz ehrlich, als Kinder, ja, als meine Eltern mich gezwungen haben, eine Zahnspange zu nutzen. Also ich hatte wirklich so eine Brecki-Zahnspange, ne? So eine richtige oben und unten. Dafür habe ich jetzt schöne Zähne. Hey, alles gut. Als Kind fand ich das aber eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Als Kind macht man sich da nicht wirklich Gedanken drüber. Ob das wie das später aussehen wird und so weiter. Das ist einfach nicht so. Als Kind denkst du nicht so weit. Und ich glaube nicht, dass Reini tausendmal zu seiner Mama gegangen ist und hat gesagt, Mama, bitte, ich brauche eine Zahnspange, bitte lass mir die Zähne machen. Falls das so sein sollte, entschuldige ich mich, und Rita war vielleicht nicht die beste Mutti. Aber ich glaube das halt nicht. Jede Eltern, die ihr Kind auch nur ein wenig lieb haben und sich um das Kind kümmern, wenn das Kind fragen würde, kann ich bitte eine Zahnspange haben? Du, mir gefallen meine Zähne nicht, ich mache mir da Sorgen wegen später. Können wir da bitte zum Kieferchirurgen gehen? Jeder wird das machen. Rudi, der hätte sich unter den Arm geschnallt und wäre da hingelaufen, wenn Rita das nicht gemacht hätte. Jeder hätte das gemacht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Rainer hier nicht ein wenig flunkert. Dass er tausendmal gesagt hat, er möchte gerne Zahnspange, das glaube ich einfach nicht. Der Kiefer mit 21 dann später nach dem Wachstum, also nachdem ich aufgehört habe zu wachsen, hätte der Kiefer eigentlich dann künstlich gebrochen und versetzt werden müssen. Aber dazu ist es nie gekommen. Und ja. Dazu ist es nie gekommen. Rainer, da muss ich jetzt allerdings mal sagen, wenn du als Kind doch tausendmal gefragt hast, warum hast du das mit 21 nicht von dir aus machen lassen? Denn es ist ja jetzt immer noch nicht zu spät. Das wird ja wahrscheinlich auch von der Krankenkasse bezahlt. Er kann ja sagen, hier, ich habe Probleme beim Kauen und das wirkt sich einfach auf mein Leben aus und so. Das bezahlt die Krankenkasse. Das ist ja keine Schönheits-OP, glaube ich. Ne? Dass das nicht passiert ist, dass er sich das dann nicht selber gemacht hat, machen lassen hat mit 18, obwohl ihm das schon als Kind so wichtig war, das beweist mir schon ein wenig wieder, dass ihm das als Kind total egal war. Wahrscheinlich haben die Ellis ihm gesagt hier tausendmal, Reini, du musst es schwanger haben. Nee, ich will aber nicht. So wird's gelaufen sein, ist meine Meinung. Dann hat sich das erledigt gehabt. Also im Endeffekt die Schuld deiner Mutter sozusagen. Ursprünglich ja, später als Erwachsener hätte ich es dann vielleicht selber machen sollen. Und wieder Schuld von wem anders, ne? Ursprünglich ja, die andere ist schuld. Später ich vielleicht, aber. Es kommt bestimmt noch ein Aber. Ja. Aber es ist dann auch nie was dazu geworden. Okay, das war ein falsches, aber okay, er hat das eingesehen. Okay. Und ehrlich gesagt, wenn ich Probleme hätte damit, ja, dann wäre ich es machen müssen. Aber wenn ich es jetzt machen lassen wollen würde, wäre es ein sogenannter kosmetischer Eingriff, was im Prinzip bedeutet, die Kasse zahlt dafür nicht, ich muss es selbst zahlen. Das müsste ich jetzt googeln. So, da bin ich wieder. Ich habe gegoogelt. Bin nicht sehr schlau geworden durchs Googeln, weil es anscheinend verschiedene Stufen dieser Fehlstellung des Kiefers gibt. Also hat der Ani Krankenkassen abtelefoniert, Leute. Ich habe es ungefähr beschrieben. Und das, was Rainer hat, wird als Regelleistung bezahlt. Das heißt, keine hochwertigen Sachen irgendwie, die da eingebaut werden würden. Aber es wird eine Regelleistung bezahlt. Wenn er wirklich operiert werden muss, sich das also nicht mehr durch eine Spange richten lässt, und das ist bei ihm ja wahrscheinlich so, wird das von der Krankenkasse bezahlt. Das ist kein kosmetischer Eingriff bei ihm. Wenn es bei Leuten ist, die wirklich nur ganz, ganz wenig Fehlstellung haben im Kiefer, dann wird das nicht bezahlt. Es wird was bezahlt, aber den Großteil muss man selber tragen. Und man muss dann noch einen Eigenanteil leisten, der wird dann am Ende der Behandlung erstattet.
damit die Leute das auch wirklich durchziehen. In Rainers Fall, ich habe denen das beschrieben, wie es ungefähr aussieht. Das wäre eine Fallstellung irgendwie der vierten Stufe. Es gibt 5 Stufen und das wäre wahrscheinlich schon Stufe 4, sagten die mir von der Kasse. Und das würde bezahlt werden. Als Regelkosten. Ne? Also wie gesagt, er würde irgendwie nicht irgendwie was vergoldet kriegen. Dass, wenn er extra Sachen haben will, muss das selber bezahlt werden. Aber solche Operationen und so weiter würden bezahlt werden. Auch wenn er zur Krankenkasse geht oder zum Arzt geht und sagt, hier, ich komme damit nicht mehr zurecht. Hat der mir von der Krankenkasse gerade gesagt, er müsste zum Arzt gehen und der müsste dann sagen, hier, das würde ihn auch psychisch schwer belasten. Ja? Auch das würde nochmal helfen. Gut. Nur, dass ihr da jetzt... Ich wollte jetzt nicht gefährliches Halbwissen wieder verteilen, deswegen habe ich mich schlau gemacht. Für euch, weil ich euch liebe. Und außerdem wollte ich das selber wissen. Ja, wobei du kannst ja auch einfach ein bisschen flunkern und sagen, du hast Probleme oder so. Ich meine... Ich weiß nicht, ob dann was gemacht werden würde. Ja, würde es. Und was er da gerade sagt, schade, dass ich mir das nicht vorher angehört habe. Man kann ein bisschen flunkern. Natürlich, macht jeder. Wir wissen, Reini ist nicht sehr gut da drin und er flunkert nicht nur abhängen. Wie gesagt, wenn er zum Arzt sagt, immer, das beschäftigt mich einfach, ich werde gehänselt, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Albträume und so weiter, dann wird er eine Kategorie höher eingestuft tatsächlich. Etzalat tatsächlich sogar. Und die Krankenkasse übernimmt das halt komplett. Wenn er sagt, das beeinträchtigt ihm im Leben, dann ist das so. Also für alle von euch, die solche Probleme haben, zum Arzt gehen und dann sagen hier, ganz schlimm, Albträume, Weinanfälle, vielleicht sogar schon hier, ich will jetzt nicht sagen Depression, weil das ist ein ernstes Thema, damit sollte man auch nicht flunkern, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also es ist schon ein ernster Einschnitt in euer Leben und dann wird das bezahlt. Und bei Rainer könnte das nachweisen, ne? Dass er als Oger gehänselt wird und so weiter, Rainer könnte das nachweisen, ohne Problem. Außerdem ist es mir egal. Waren das mittlerweile Typen oder waren das... Irgendjemand hat mal gesagt, es waren 2 Mädchen oder waren Mädchen? Ach, du weißt doch selber, was sie immer für einen Haufen Blödsinn erzählen. Ganz ehrlich. Ja, klar. Das sind keine Mädchen gewesen. Es war ein Typ, es waren ein Mädchen war dabei, ja. Es waren... Das stimmt bis hierhin? 2 oder 3 Kerle, ich weiß es noch mal ganz genau. Und ein Mädchen, die waren... Ja. Zumindest 2 von denen waren rotzebreit und haben halt irgendwas gegen meine Hauswand geschmissen und so. Ich habe Glas klirren können und alles so ein Scheiß. Das kann ich jetzt weder verifizieren noch sagen, dass es falsch ist. Da fing das Video nicht an. Das Video fing dann an, als Rainer mit dem Stock rauskam. Es kann sein, dass wir das in die Hauswand geschmissen haben. Ne? Das ist ja meiner Meinung nach sehr unehrenhaft. Kann sein. Ich bin anschließend dann rausgegangen, hab geschaut, was los ist. Da sind sie schon ein Stück weggegangen. Ja, hast halt du da auch Gold geleuchtet? Spaß, war nur ein Witz. Finde ich immer noch schön. Natürlich, klar, Super Saiyan schon 3. Ja. Nee, ich habe blau geleuchtet. Ja? Und dann hat... Super Saiyan schon Gott. Nee, ich bin dann halt ein Stück nachgelaufen, hab dann geschaut, was los ist. Sind sie schon... Ab hier, egal was dann passiert, fällt auch der Paragraph der Notwehr weg, ne? Wenn man den Tätern hinterherläuft, dann ist das keine Notwehr mehr. Abgezogen, wollte gerade rumdrehen, pöbeln sie mich voll an, rennt er so auf mich zu und alles. Und alles so ein Scheiß halt. Und das ist nicht wahr. Rainer kam brüllend runter mit dem Stock in der Hand. Der Typ ist nicht weggelaufen. Das heißt für Rainer, er kam auf ihn zu. Weil Rainer anscheinend nicht mehr gemerkt hat, dass Rainer in einer Bewegung war. Das ist für Rainer was Besonderes. Ne? Das hat Rainer, er hat einfach nicht bemerkt, dass Rainer noch in einer Bewegung war. Und er dachte er anscheinend, der Typ kommt auf ihn zu. Was weiß ich. Und dann, ich weiß nicht, wie genau es war. Es hat eins zum anderen geführt. Ich habe mir da zu dem Zeitpunkt wegen der Sache mit dem Schlagstock, habe ich schon einen Stock dabei gehabt. Das ist richtig. Rainer hatte einen Stock dabei. Na gut, sicher so. Selbstverteidigung halt, ne? Selbstverteidigung, wie gesagt, ist hier nicht mehr gegeben. Rainer läuft bewaffnet Menschen hinterher. Hier fällt dieser Paragraph Selbstverteidigung oder Notwehr, fällt hier komplett weg. Wenn du bewaffnet Leuten hinterherläufst, ist das nicht mehr gegeben.
Ja, und der ist dann halt so, er schubst mich die ganze Zeit so und ich habe ihm so gesagt, wenn du mich nochmal schubst, dann gibt es Probleme. Oder gibt es halt Stress und so, war dann auch schon angepisst wie Sau. Und ja, dann zieht er halt auf und will mal eine reinhauen. Ich bin ausgewichen, drehe mich rum mit dem Fuß, mit dem Stock im Anschlag und folge ich jetzt seine Wade halt. Ich wünschte, ich könnte euch dieses Video hier vorspielen, ehrlich. Dann wäre aber sofort Turn-Up. Ne? Sowas darf man nicht abspielen auf YouTube. Ihr könnt es selber irgendwo finden. Fragt mal auf den Discords nach. Das bekommt ihr überall. Rainer hat mit dem Stock angefangen zu hauen. Der Typ hat den Stock festgehalten. Dabei gab es ein Handgemenge und Rainer hat sich dabei selbst den Zahn ausgemeldet. So ist es. Kurze Zusammenfassung. War sogar so ein, das kann ich nicht, das Aluminium gewesen, wenigstens so weicheres Metall war das halt, die Stange. Und weicheres Metall, Holz. Und der hat mir dann halt noch eine reingekaut, dann habe ich halt nochmal zurückgeschlagen. Und nein, hast du nicht, Rainer. Du hast dann geschrien, ruft mal die Polizei, ich blute. Polizei, guck mal hier, guck mal, was du gemacht hast, guck, ich blute. Das hast du gesagt. Und dann hat er sich langsam aber sicher verpisst und bei seinem zweiten Schlag, wo er mich dann halt getroffen hat, habe ich mir dabei, habe ich die Unterlippe, war im Mund und ich habe mit meinem Kiefer oben voll drauf gebissen. Dabei habe ich dann den vor Schmerz halt zurückgezogen und dabei ist der Zahn abgebrochen. Also wie Rainers Unterlippe im Mund sein will, bei dieser Kieferfehlstellung. Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach nicht. Ne, der hat eine getonkt gekriegt, das kann er jetzt einfach nicht zugeben. Warum? Weiß ich nicht. Jeder von uns hat schon mal eine Schlägerei gehabt wahrscheinlich und jeder von uns hat wahrscheinlich auch schon mal eine reingekriegt. Ja, ist halt so. Passiert. Warum ich jetzt hier Geschichten erzählen muss, ich habe mich rumgedreht, dann habe ich noch ein Salto geschlagen und so weiter und dann habe ich mich aus Versehen getroffen, aber gar nicht so dolle, ich habe mir den Zahn, ist mir rausgefallen, als ich gebissen habe. Weiß ich nicht, was diese Fantasiegeschichte jetzt soll. Ach fuck, also im Endeffekt fast sogar selber schuld, also blöd. Ja, das heißt selber schuld war ich nicht. Kann man ja nicht so sagen, ne? Doch, kann man eigentlich schon so sagen. Du bist bewaffnet jemandem hinterhergelaufen, der hat sich das nicht gefallen gelassen und du hast einen Zahn verloren. Du bist hinterhergelaufen, Rainer, hast dich für den Größten gehalten, warst es aber nicht, also bist du selber schuld. Ja. Wenn dir einer aufs Maul haut und du dir voll auf die Zunge beißt oder die Zunge abbeißt, bist du auch nicht selber schuld. Wenn er zu mir kommt und mir einer aufs Maul haut, dann bin ich nicht selber schuld. Wenn ich dem hinterherlaufe mit einer Waffe in der Hand und dann kriege ich eine getonkt, dann bin ich, das ist meine eigene Schuld. Das kannst du ja schlecht beeinflussen in dem Moment. Doch, du hättest nur nicht hingehen müssen. Das passierte durch den Fremdeingriff in dem Sinne. Ja, klar. Ja. Also von daher, naja, ist auch egal, wer schuld war und wer nicht. Wenn die nicht gekommen, hätte ich mir meinen Zahn nicht ausgeschlagen. Wärst du nicht hinterhergelaufen, wäre es auch nicht passiert. Hättest du die nicht provoziert, wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert, wären die gar nicht gekommen. Also bei der Kausalitätskette müssen wir dann schon ganz am Anfang anfangen. Das ist dann bei dir, weil du die ja provoziert hast. Hätte er mir den Zahn nicht ausgeschlagen, weil er ist ja trotzdem schuld dran. Er hat mich geschlagen, dabei ist der Zahn abgebrochen. Ja gut, aber wenn du nicht rausgegangen wärst, also... Genau. Man fängt die Kausalitätskette nicht in der Mitte an, Rainer. Sondern am Anfang. Im Endeffekt eigentlich so ein bisschen wie die Sache da mit diesen Leuten im Auto. Wärst du da nicht hingegangen, wäre auch nichts passiert, ne? Na gut, jetzt zeige ich dir noch was. Und jetzt denk genau drüber nach, was du antwortest. War das eine Drohung? Soll das eine Drohung sein? Gleiche Situation bei dir. Ja. Wie reagierst du? Ja, schwer zu sagen. Ist halt echt immer eine... Wie reagiert man dann? Ganz im Ernst. Würde jemand Sachen auf mein Haus schmeißen, würde ich drinnen bleiben und die Polizei rufen. In solchen Fällen verstehe ich das auch, wenn er das macht. Das Problem ist, dass die Polizei nie weiß, ob das stimmt, was er sagt. Ne? Weil er ruft ja auch die Polizei, wenn Spaziergänger die Straße lang gehen. Und wenn du halt immer Wolf rufst, verlierst du halt deine Glaubwürdigkeit. Und wenn dann wirklich der Wolf da ist, bist du halt angeschissen. Kannst du nicht anders sagen.
Wenn jemand da Sachen auf sein Haus wirft, natürlich kann er dann die Polizei rufen. Selbstverständlich, dafür ist die da. Würde ich auch machen. Und in diesem Falle, also ich in seiner Situation hätte meinen Zahn noch. Ich weiß nicht, ob er den jetzt noch hätte, aber damals hätte ich den nicht verloren. Es ist natürlich schwer zu sagen, du würdest vermutlich auch nicht viel anders reagieren. Vielleicht würdest du bei den ersten 10 Mal, vielleicht auch bei den ersten 20 Mal, von mir aus sogar bei den ersten 100 Mal anders reagieren, aber irgendwann reagierst du. User in your channel was kicked from the server. Leute, wenn ihr nicht redet, dann fliegt ihr wegen der Idle Time. Und wenn ihr redet, dann dürft ihr ihn aber nicht unterbrechen. Das ist wichtig. Sonst fliegt ihr auch. Also wenn ihr nicht redet, fliegt ihr, und wenn ihr redet, fliegt ihr auch. So Leute, damit sind wir am Ende von Teil 4. Wir haben noch viele Teile vor uns. Und ich kann euch sagen, es wird immer besser. Es wird immer lustiger. Ich freue mich schon auf die nächsten Teile. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, mittlerweile schlaft ihr auch. Gut, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder im nächsten Stream, ne? Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal off.